Ja, hier wieder beim Koali und bei einer neuen Runde Hunter the Virgil, die kaum nach Regelwerk gespielt wird. Sorry an alle die jetzt hier Regelwerk, Zolle, Sachen erwarten. Wir spielen wie immer eine Runde hier über Twitch, Pen and Paper Rollenspiel. Für die sowas nicht kennen, das ist eigentlich so mit Stiften und Papier am normalen Tisch, aber weil wir kein Leben außerhalb unserer vier Wände haben, spielen wir über Skype. Mit mir dabei heute als vier Hunter frisch in eine Organisation namens Mother berufen, die die übernatürlichen Wesenheiten unserer Welt jagt. Mit dabei der Beru als Dave O'Malligan. Hi. Und der Dark Flo als Johnny Wilkinson. Guten Abend. Der Alucard als John Blair. Abend. Und Sleepnose, last but not least, als Konstantin Hardcastle. Moin, moin. Jo, wer möchte denn erzählen, was es beim letzten Mal so Tolles zu erleben gab? Damit auch alle auf dem gleichen Stand sind, ne? Lass ich alle tatsächlich darum reißen. Wir hatten beim letzten Mal uns aus dem Hotel gekämpft gehabt, was hier in die Luft gegangen ist, oder besser gesagt, eine Etage davon in die Luft gegangen ist, und haben uns dann dazu, Moment mal, wir sind aus der Kanalisation rausgekommen, waren sehr angeschlagen und sind dann auf die Idee gekommen, mal dieses Telefon zu benutzen, was uns Mada gegeben hatte, und waren dann soweit wieder zusammengeflickt worden, auf die ein oder andere Weise. Und wir hatten uns mit unserer guten Auftraggeberin etwas unterhalten, warum wir als Amateur-Monsterjäger auf Terroristen losgelassen werden. Und dass wir total, ich nenne es mal, unterequipped für diese Aufgabe sind. Daraufhin wurden uns Schusswaffen angeboten, was ich zwar immer noch keine gute Idee finde, aber wir haben mit Schusswaffen und sind im Endeffekt auch immer noch bei Mada im Hauptquartier und bereiten uns auf unseren Einsatz im Krankenhaus vor, weil es heißt, dass dort so eine Art lebende Tote rumlaufen sollen, die mit einem Virus infiziert sind. Um es mal ein bisschen kurz zu halten. Ja. Oh. Jemand noch was zu ergänzen? Meiner Meinung nach, einer hat eine Machete. Keine Schusswaffe. Doch, die Schusswaffe habe ich auch noch, aber man darf mich jetzt Machete nennen. Machete. Ja. Okay. Jetzt werden die Köpfe rollen. Es ist eine Anschlagsserie in New York passiert. Mehrere Detonationen gab es mit schmutzigen Bomben. Hallo, Inigmon SL. Danke für den Follow. Mit schmutzigen Bomben, die mit einer merkwürdigen, schwarzen, dickflüssigen, zähflüssigen Substanz einhergingen. Und ihr hattet bisher auch gar nicht gemerkt, dass ihr damit auch verseucht wart. Warum auch immer. Diese schwarze Flüssigkeit scheint Menschen zu beeinflussen, auf Vampire irgendwie auch tödlich zu wirken, angeblich. Und ja, der Dave hatte auch auf sein Handy ja auch eine Nachricht bekommen von seinem besten Freund, dem Vampir, der seine Mutter getötet hatte. Ich bin enttäuscht, da will ich nicht mehr mit mir reden. Ja. Das, es gibt wohl irgendwie Hinweise, dass er damit irgendwie in Verbindung gebracht werden kann. Ja. Und ihr habt jetzt den Auftrag bekommen, eine größere Probe von diesem Zeug zu sammeln. Und zwar am Ground Zero an irgendeinem von den Detonationspunkten. Um damit Mother ihre Wissenschaftler benutzen kann, um das Ding, dieses Zeug besser zu untersuchen und zu gucken, was man dagegen machen kann. Vielleicht ein Gegenmittel zu entwickeln oder eine nützliche Abwehrmaßnahme. Oder ob es irgendwie möglich ist, das zu nutzen. Immerhin scheinen Vampire dadurch ja betroffen zu sein. Irgendeiner Art und Weise.
Ja. Ja, und ihr habt ja auch eine Antwort gekriegt, warum ihr als Amateure ausgeschickt werdet. Es gibt nicht so viele Hunter. Nicht mehr. Irgendwann fängt man immer an. Früh übt sich, so. Ja. Ich meine, ich weiß ja, oder ich kann ja vermuten, wieso ich dabei bin, aber die drei anderen Clans. Ja. Falls ihr übrigens euch fragt, wie es genau war, was genau im Vorfeld passiert ist, dann schaut doch mal auf meinen YouTube-Kanal, den Link gibt es auch unten drunter. Da gibt es die ersten Folgen von dieser Runde zu sehen. Lohnt sich, meiner Meinung nach. Aber später erst, jetzt könnt ihr noch mit Urk-Tipo. Ja, also was geht? Ihr habt einen Auftrag bekommen, ihr seid immer noch im Hauptquartier. Was wollt ihr noch machen? Wo wollt ihr hin überhaupt? Wie soll das vonstatten gehen? Na gut, ich denke, wir werden ja unsere Ausrüstung gekriegt haben, unsere Schutzanzüge. Ja. Oder kriegen wir den noch? Ja, Schutzanzüge. Ja, genau, so einen Probenkoffer hattet ihr gekriegt, Schutzanzüge hattet ihr gekriegt, also so typische Gesundheitsbehörden, Gasmasken, Anzüge. Und unsere Unterwäsche, unsere schicke Unterwäsche. Genau. Aus Gummi. So Taucheranzüge mäßig, ja. Für den Probenkoffer wollte ich ja noch, ich nenne es jetzt mal so eine Miniatur, also wo man auch Miniaturen reintut, so Schaumstoffmäßig, so eine Einlage für haben und halt ein kleines Metallblech, was die Größe des, im Endeffekt den Innendurchmesser des Koffers hat, oder die Fläche des Koffers, so dass man da quasi Sachen, die man nicht direkt sehen soll, etwas abdecken kann. Ja. Den würde ich dann halt auch so herrichten. Alles klar. Ich räume dann meine Arzttasche leer und würde dann so Dinge wie Wasser, wo Weihwasser draufsteht, irgendwelche Silberpulver, silberne Kreuze, und ein Messgerät. Weihwasser hast du doch gar keins mehr. Ja, ach stimmt, die sind kaputt gegangen. Stimmt. Dann hab ich tatsächlich nur noch so ein bisschen weißes Pulver und steht Silber drauf. Es sind Silberkugeln mit einem Kreuz eingraviert. Mehr hab ich dann auch nicht mehr. Die tue ich dann noch so da reinlegen. Schweren Herz. Ich spreche den Kollegen Doktorassistenten an, Mr. Schlauchkopf. Ja, den Namen habt ihr bisher auch immer noch nicht irgendwie erfahren oder so, ja. Für die es noch nicht gesehen haben, es ist eine ziemlich große, von Menschen ziemlich große Gestalt. Sieht auch menschlich aus, hat aber überall sogenannte Augmentationen oder sowas. Irgendwie so auf dem Auge so ein bisschen, so ein Okular, irgendwie Schläuche aus dem Kopf rauskommen, Glatze. Läuft in meiner Kutte rum. Sehr, sehr eigenartig, ja. Ich frage in dem Fall, ob mein schönes Piepsmessgerät wieder fertig ist. Das hier in Reparatur war. Nee. Piepsmessgerät. Nee, das ist nicht fertig. Dann beschwere ich mich sehr ausgiebig darüber, dass er zu langsam arbeitet. Sie haben mir das doch erst vor ein paar Minuten gegeben. Ist genug Zeit. Du hast gesagt, du schaffst es. Aber nicht in 5 Minuten. Ich habe dir 3 Minuten gegeben. Es sind schon 5. Ich glaube, wir sollten hier mal klarstellen, wer hier wem weisungsbefugt ist. Hier steht Hunter auf meiner Brust. Und nicht Piepsding-Reparateur. Ja. Genau, Piepsding-Reparateure sind seltener als Hunter, deswegen bin ich hier wichtiger. Und du erahnst ein Grinsen hinter seinem Mundschutz. Ich gebe ihm einen Klaps auf den Rücken und gehe weiter. Ja. Zu dem restlichen Haufen. Okay. Also bevor wir hier gehen, ich brauche noch ein wenig Munition für meine Glock.
Ja, verlasse ich dieses Gebäude nicht mehr. Ja, ein bisschen Munition hättest du ja bekommen, irgendwie 2 Clips oder so. Aber groß, wenn ihr euch groß mit Munition ausstatten wolltet, seid ihr, müsst ihr das wohl selber machen. Die Ressourcen der Organisation sind jetzt auch nicht unendlich, hat man euch ja auch verraten. Ich frage Mr. Piepsting Reparateur noch schnell nach einer Packung Kabelbinder. Ja, sollst du bekommen. Cool. Also ich würde auf jeden Fall schon mal meine Waffe durchladen, überprüfen, so wie es so ein alter Hillbilly macht. Ja. So, das Magazin reinschieben, nachts. Funktioniert ganz alles gut. Klar. Wir können los. Ja, wo soll es denn hingehen? Hat mir nicht letztens gesagt, wir gehen in Richtung Hotel? Ja. Kann ja sein, dass ihr zwischen den Spielrunden eure Meinung geändert habt. Falls für die Leute, die es, ihr könnt es nicht mehr wissen, die Diskussionen so auf, ja, in unserer Skype-Gruppe sind immer sehr angeregt. Meistens durch den guten alten Mann, der jetzt gerade nicht im Bild ist. Genau. Wir können auch gerne mal wieder 2 Stunden nichts machen. Also. Wir sitzen jetzt mal 2 Stunden hier rum. Ja. Also ich würde halt, wenn Beru da steht und sein Equip durchguckt, einfach mal eine Schulter packen und mitziehen. Versuchen mitzuziehen. Ja, dann ziehst du ihn wohl mit. Der gute Dave wird gerade am Arm gepackt und mit an der Schulter mitten nachher mitgerissen. Ah ja, wir haben noch guten, mittlerweile wieder verhalten Schulter. Ich würde noch ein Flammenbrett, einen Kuli und einen Marker, Textmarker in den Koffer obendrauf schmeißen, so ein bisschen alibihaft. Den zuklippen und dann auch den Koffer hochhieven und erst einmal etwas überrascht sein, dass er jetzt doch so schwer geworden ist. Haben wir noch irgendwie sowas wie eine Art Geigerzähler oder medizinisch wichtig aussehendes Instrument, das jetzt nicht mal eine Funktion haben muss, einfach nur, dass es interessant aussieht, dass es piep, piep, piep macht oder so ähnlich. Lieber Piepsgerät ist kaputt. Nee, ich meine irgendwas anderes. Es muss ja noch nicht mal tatsächlich eine Funktion haben, außer dass es piept. Ich habe so ein Gerät, ja. Genau. Ja. Irgendwie, dass man halt so auf, oh, da ist jetzt gefährlich, bitte alle evakuieren. Wir haben etwas festgestellt, ganz dringend weg. Also ich habe da ja so ein Gerät. Ich benutze das, um Umwelt Einflüsse zu messen. denn da, wo die Werte über dem Normalwert sind, der durchschnittlich so zwischen 0 und 1 liegt, da kann man paranormale Aktivitäten feststellen. Das sind meistens Geister am Werk. Und das sage ich auch sehr ernst und mit schon beinahe einer Miene, dass das, also diese Miene alleine schon, sagt ja auch, der weiß, wie das funktioniert. Also so eine leichte Ausstrahlung. Die Kompetenz. Aber unser Freund wollte unser Piepsegerät doch innerhalb von 5 Minuten wieder repariert haben. Nee, eben nicht. Das wart ihr, die ihm 5 Minuten gegeben habt. Und er hat ja gesagt, er schafft es in 4. Wir haben ihm 10 Minuten gegeben. Mein Gott, ich halte die Waffe hoch. Lasst uns doch einfach los. Hilfe, ich werde mit der Waffe bedroht. Mal wieder. Fühlt sich auch gleich angesprochen. Trink dir lieber noch einen und dann lass uns los. Genau, besonders von diesem schwarzen Zeugs. Nein, das fasse ich nicht an. Aber wollten wir nicht noch Munition besorgen im nächsten Walmart? Ja, ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, aber ich glaube, ich guck noch mal so auf die Koffer, dann wieder hoch. Wie viel Schuss gehen in so eine Pistole rein?
reichen die nicht? Ich habe 2 Magazine. Wer dann auch noch lebt, naja, gut. Die sind leer. Mittlerweile kommt alles. Wir sollten uns trennen. Ich gucke wieder in die Runde. Wir haben doch alle unsere Vorgesetzte gehört. Schusswaffen scheinen da jetzt nicht so effektiv zu sein. Ich dachte, es beruhigt euch ein wenig. Sind auch cool. Naja, sie sagte ja. Wir die haben, aber. Sie sagte ja, sehen wir ein, laufen wir, wenn wir mehrere sehen, sind wir tot. Nee, sie sagte, wenn wir einen sehen, sollen wir ihn töten, wenn wir mehrere sehen, sollen wir laufen. Stimmt. Naja, ganz ehrlich, ich zeig meine Waffe wieder. Ich vertraue lieber dem als allem anderen. Damit habe ich bisher gute Erfahrungen gehabt. Also, wenn wir tatsächlich es mit diesen, was auch immer das für Wesen waren, zu tun haben und die tatsächlich das sind, was sie sagte, dass sie es sind, wollen wir da nicht einfach uns ein paar Signalpatronen mitnehmen? Ich meine, es ist helles, grelles Licht und wenn wir in einer dunklen Gasse verschwinden, also ich hätte Probleme, wenn ich mit einer Signalpistole beschossen würde, oder so einer Signalpatrone etwas zu sehen. Das erhöht unsere Chancen, zumindest wegzukommen. Hast du eigentlich welche Ressourcen? Haben wir denn so welche Ressourcen hier? Ich gucke mir Dina an. Vielleicht bist du aber cool. Aber was vielleicht auch. Was ja auch vielleicht relativ einfach herzustellen wäre, wie wäre es denn mit ein paar Molotow-Cocktails? Der Benzingeruch ist wahrscheinlich da schon ein Problem. Außerdem haben wir gesehen, was in meiner Tasche beim letzten Einsatz passiert ist. Um mein Bauch. Und außerdem gehen wir in. Ich drücke es so aus. Wir werden wahrscheinlich alle sowieso schon von der Polizei in irgendeiner Art verdächtig. Wir gehen an einem möglichen Ort eines Terroranschlags. Die Polizei sieht uns dort, macht unsere Koffer auf und findet Molotow-Cocktails. Ich hatte wirklich nicht vor, den Rest meines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Also war vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, aber ich denke mal, wir sind alle bewaffnet. Also ich weiß nicht, ob das weniger auffällig ist. Naja, Molotow, ich finde auch in unserem Land sind Molotow-Cocktails noch etwas härter anzusiedeln als eine Pistole. Zumal wir alle Beamte sind. Beamte. Gut, lasst uns losgehen. Habt ihr denn schon eine Idee, was wir den Leuten vor Ort sagen? Ach, was ganz einfach. Das ist ganz einfach. Gesundheitsbeamte, sie sind hier abgelöst. Nee, wir müssen ja schon einen Grund geben. Ich würde sagen, wir sind dort, um die Asbestvergiftung zu untersuchen. Wird heute Morgen noch Asbest verbaut? Oder nein, wurde? Aber damals wurde Asbest verbaut. Aber sicherlich. Also wir berufen uns auf den Patriot Act 9/11 zur Not. Der Koch hat zu viel Boden benutzt, es gab eine Explosion. Naja, aber Asbest wäre doch durchaus eine adäquate. Asbest und Feinstaubbelastung in diesem Bereich. Probieren wir es. Wäre da nicht das Bauamt zuständig? Naja, da sind wir als Gesundheitsbehörde ja auch gefragt. Ich meine, dort sind vielleicht auch irgendwelche anderen Chemikalien verbrannt worden. Und bis das Bauamt von New York reagiert, können wir das ja auch direkt machen. Wir sind ja wir sind den Menschen in diesem Land ja etwas schuldig dafür, dass sie gesund bleiben und wir ihre Lebensqualität erhalten. Also ich finde das jetzt nicht glaubwürdig. Ich will mich nicht reinlassen mit der Ausrede. Ich sehe noch, Herr Hartkasten diskutiert mit uns vor der Polizei. Da ist das Bauamt aber dafür zuständig. Bla bla bla. Herr Hardcastle, es ist doch für uns alle einfacher, dass wir wie Fachleute aussehen und so tun, als wären wir Fachleute, anstatt ihnen einfach zu sagen,
Wir haben Ihnen jetzt eine schöne Lüge erzählt. Bitte führen Sie uns ab. Was meinen also, Sie, Herr Russell? Und dabei habe ich ein weites, breites Grinsen auf den Lippen. Also ich lebe seit 20 Jahren mit dem Berufssatz täuschen, tarnen und verpissen. Also arbeiten. Ich tue auch immer nur so. Und sehen Sie, wenn das Sie in Ihrem Beruf weitergebracht hat, dann sollten uns einen Nutze machen. Das hat den Beruf nur einfacher gemacht. Ist ja fast das Gleiche, nicht wahr? Ja. Ja, mit was für einem Fahrzeug gehen wir denn hin? Haben wir was Repräsentatives? Ich habe doch die Nummer von meinem Kollegen vom letzten Mal. Von unserem Freund aus Jamaika. Ich glaube, das Tag ist ein bisschen auffällig. Wir sollten ja schon was Vorzeigbares haben. Warum? Wenn Sie fragen, haben wir zur Not um eine Ecke geparkt. Naja, wir müssen ja einfach nur so tun. Wir setzen uns die Atemschutzmasken auf. Genau, kommen um eine Ecke. Wir haben ein paar lustig piepende Geräte dabei und sehen uns das Ganze mal an. Und wir machen uns Notizen. Genau, versuchen erst gar nicht in eine Konversation zu kommen, zeigen unsere Ausweise. Und versuchen einfach direkt durchzugehen. Also ich bin soweit mit hochwissenschaftlichen Arbeiten vertraut. Da ist ja eben auch immer eine gewisse Nachweisbarkeit. Der man dann reden Sie. Ich sehe auch, John sollte reden. Ich sehe einfach nur gefährlich aus. Naja, mit der Atemschutzmaske, hast du die gerade an? Oder den Anzug? Schade. Haben wir noch so ein paar Ganzkörperkondome, so weiße? Darth O'Malligan. Ich denke, wir hatten diese Schutzanzüge doch. Wir haben noch was gekriegt. Hat wir haben noch natürlich... Schutzanzüge gekriegt. Also ich kann sagen, Schutzanzüge gekriegt, ja. Boah, du hast doch nicht so, so Papieranzüge da. Da sie sehr dünn sind, sollten wir sie gleich anziehen, also bis zu dem Ort hingehen und dann um die Ecke anziehen. So eine Staubmaske auf, Brille dazu. Ja. Außerdem glaube ich, kommen wir sowieso, wenn wir so rumlaufen, nicht groß in Bedrängnis, irgendwelche tiefgründigeren Fragen beantworten zu müssen. Ja, sehe ich genauso. Wir sollten es einfach erstmal probieren. Trotzdem ist die Frage, unser John redet schon. Trotzdem wäre noch die Frage offen, wie wir da hinkommen. Taxi? Kanalisation? Eventuell fragen wir doch hier mal, ob es nicht einen schwarzen Ben gibt. Dina, wie sieht's aus? Und wir bräuchten eventuell auch ein falsches Ausweisdokument oder zumindest was von Weitem so aussieht. Aber doch. Die Ausweise aber doch, habt ihr bekommen. Ein Fahrzeug gibt's jetzt nicht auf die Schnelle. Hat denn jemand von euch ein Auto zufällig dabei? Meins steht irgendwo in der Innenstadt. Meins steht noch vom Hotel. Also wenn dein Auto vom Hotel gestanden hat, dann ist es wahrscheinlich hin. Nein, das Auto stand nicht vor dem Hotel, bevor wir mit dem Taxi dahin gefahren sind. Eure Autos müssen in der Nähe stehen. Also zumindest mal das von den Südstaatlern da. Das stimmt, genau. Von Johnny. Ist nur die Frage, ob das Auto repräsentativ ist. Naja, wir müssen ja nur um die Ecke fahren, uns dann anziehen und rumgehen. Mein Wagen wäre zu auffällig. Oh, ich hatte meine schwarze Rostlaube. Ja, dann schwarze fahren wir Rostlaube. Mit der Rostlaube. Das hört sich doch direkt nach Gesundheitsamt an. Na gut, ist wirklich. Genau, kein Geld vorhanden im Sozialsystem. Na ja, gut, also wir sollten jetzt mal schleunigst aufbrechen. Wie viel ist es denn, lieber Spielleiter? Mittlerweile? Ja, ihr seid ja irgendwie am. Ihr habt ja den Tagesanbruch irgendwie erlebt, dann nachdem eure Begegnung mit den Vampiren in der Kanalisation war. Von daher wird es jetzt irgendwo nachmittags sein. Och, schon so spät. Okay. Also noch hell.
Ist noch hell, ja. Welche Jahreszeit haben wir? Sommer. Gut. Na gut, dann sollten wir los, solange es noch hell ist. Und solange es hell ist, sind wir doch, denke ich, noch etwas eher geschützt. Wie man uns ja erzählt haben, mögen unsere Freunde das Sonnenlicht nicht. Halten wir noch irgendwo an für unsere Signalkugeln? Scheint denn die Sonne? Natürlich scheint die Sonne. Also das Armageddon war noch nicht. So. Okay, also dann würde ich auf jeden Fall ein Bild von der Sonne machen und per WhatsApp eine Nachricht an meinen Freund schicken. Oh. Beste Grüße, dein Freund Dave. Er schreibt zurück, irgendwie, es dauert irgendwie eine Viertelstunde oder so, und dann schreibt er zurück, ah, ich verbrenne! Und ganz viele Zwinker-Smileys. Ja. Ach, mein Freund ist wach. Nun, lasst uns aufbrechen. Ja. Stapfen wir los zu meinem Auto. Ja. Ich würde auf dem Weg Johnny dem Hardcastle fragen, ob er noch etwas im Handschuhfach hat und würde dabei zuzwinkern. Ich würde mich auf Beifahrersitz natürlich. Ich würde mich auf den Beifahrersitz setzen. Hey, geh nach hinten. Hey. Ich wollte vorne sitzen. Ja, aber dann den Sitz bitte nach vorne. Ja, ist kein Problem. Ich würde den Sitz fast so weit nach vorne ziehen, wie es geht. Danke. Ja. Dann würden wir zum nächsten Walmart fahren. Schnaps kaufen. Nee, den gibt's da nicht. Und dann kauft ihr genau welche Ausrüstung? Definitiv eine Signalpistole. Die finde ich gut. Ja. Gibt es denn eine? So eine Leuchtpistole. Ja, sowas in kleinen gibt es sowas. Klar, irgendwo, ja. Das stimmt. Bei irgendwie, nicht, vielleicht nicht in einem Walmart, aber ihr findet auf jeden Fall einen Laden, wo es sowas gibt. Ja, jedenfalls in so einem Laden mit Campingausrüstung. Sowas müsste es geben. In der Großstadt. Ja, klar. Ich denke schon. Bei Campingausrüstung, klar. Oh. Zwischendurch würde ich dann mich im Handschuhfach vergnügen. Mit der Flasche, die Hardcastle da platziert hat. Sehr schön. Aber den Walmart kannst du ja ganz im Jahresvorrat dir holen. Nein, ich bin ja kein Alkoholiker. Wie viel Finanzmittel ihr habt, aber ja. Ein bisschen haben wir doch noch was. Also ich weiß nicht, ich habe mir letztens von jemandem noch was gepumpt und denen das dann wiedergegeben. Ja, okay, irgendwann habt ihr dann irgendwie, ihr habt eine Signalpistole oder was wollt ihr noch? Munition? Ich hätte gerne noch so einen Flachmann, so einen gefüllten. Flachmann, also genug Alkohol, ja. Ja, und ich hätte gerne auch eine relativ hochprozentige Flasche voll, nicht zu trinken. So den ersten Schluck runter, damit man daraus halt was basteln kann. Oder Medizin kann. Mhm. Ich würde einfach einen Erste-Hilfe-Koffer einpacken, so fürs Auto. Okay. Kein Ding. Dave, noch irgendwas? Gut. Ja, dann irgendwann fahrt ihr um die Ecke von der Absperrung, also das Hotel ist natürlich ja großräumig abgesperrt. Irgendwie, aber ihr könnt um die Ecke vor einem der Absperrungen dann einmal um die Ecke fahren und euch positionieren, irgendwie einkleiden oder sonst irgendwie und dann tretet ihr auf die Absperrung zu. Die ist natürlich auch immer noch umringt von zahlreichen Schaulustigen. Und die ganze Sache scheint
schon so ein bisschen Touristenmagnet auch gewesen. Es sind Leute mit Fotokameras laufen da vorbei. Es haben auch einige Leute ein Geschäftsmodell entdeckt und verkaufen irgendwie, laufen so Leute mit so einem mobilen Würstchenstand rum und so verkaufen Zeug. Und ja, ein kleiner Junge läuft da irgendwie lang mit so einer Schirmmütze und so einem großen Schild irgendwie, wo so ein Logo von einem Vergnügungspark drauf ist und verteilt irgendwie Flyer. Große Eröffnung! Ja, dann. Ich würde mir mal so einen Flyer nehmen. Ich guck mal an, was der denn da anzeigt. Ja, den Vergnügungspark, den müsste zumindest John kennen, weil das ist der Vergnügungspark, zu dem er auch schon Freikarten geschenkt bekommen hat. Die große Eröffnung, wenn du dich an deinen Einstieg erinnerst. Da ist es wohl John, Mr. Wu's Vergnügungspark. Mr. Wu schon wieder. Ja, und es gibt halt 25% Ermäßigung auf die Karte, wenn man am ersten Tag halt dahin geht. Mr. Wu scheint ja immer weiter zu verkürzen. Oder besser gesagt, den Preis zu drücken. Ich bin wirklich ratlos, was dieser Wu ist. Aber wenn er mit den Klienten verkehrt, wo ich glaube, dass er mit verkehrt, einen gut saugenden oder Individuum oder eventuell diesen Hündchen, dass der Mr. Wu eigentlich ganz tief im Dschungel ja mit drin steckt. Dann überlege ich mir das nochmal und ich setze mal ein Schreiben an meine Frau ab, dass wir vielleicht eine Woche später zu Mr. Wu gehen, weil das die Woche ja irgendwie nicht passt, weil ich ja noch so beschäftigt bin. Ja. Ah ja. Gut. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr dubiose, sehr dubiose Schreiben, aber das kennt ihr ja. Ja. Vor allen Dingen, weil die Eintrittskarten ja bei dir zu Hause auch aus dem Nichts irgendwie am Kühlschrank angepappt sind und weder deine Frau noch deine Kinder noch du hast sie gekauft. Richtig, und ich finde das halt sehr dubios und naja, man muss ja nicht in die offensichtliche Falle laufen. Ja, und Dave, das Ganze hatte, die ganze Einkaufstour hat jetzt auch schon noch ein paar Stunden gedauert. Irgendwie, Dave bekommt nochmal eine Nachricht von seinem besten Freund. Eine Bilddatei möchte heruntergeladen werden. Ja, mach ich doch mal glatt. Dann schickt er dir ein Tittenfoto. Kommt die Titten bekannt aus? Sieht das hübsch aus, wenigstens? Ach ja. Schreibe ich so, wenigstens hast du Geschmack. Kommt wieder zum Smiley, Zwinker-Smiley zurück. Wobei ich mir das mal so angucke, kommen mir die Brüste bekannt vor? Dir kommen die nicht bekannt vor, nein. Gut, dann hat er nochmal Glück gehabt. Ich dachte jetzt gerade an meine Mutter, meine reelle Mutter. Schon klar. Die durfte ich ja auch. Die hat er damals nicht fotografiert. Wolltest du mal dieses Foto im Kreis rumgehen lassen, was du da gesehen hast? Ja, natürlich zeige ich das rum, schaut mal, was wir. Oh, guck mal, ein Tittenfoto. Feiert gerade Party scheinbar. Naja. Kommt jemand anders bekannt vor? Der Herr Wilkinson könnte das erkennen, ja. Warte mal. Sind das Moment. Warte, Moment. Woher hast du das, du Schwein? Sind es sie? Das haben wir gerade unser Freund geschickt, oder mein Freund. Wieso kennst du die? Ich kenne das Paar, ja. Ja, ist sehr, weil das Muttermal da oben rechts in der Ecke, das ist sehr markant. Das sind die von meiner Frau. Und jetzt hört auf, da drauf zu gucken. Aber deine Frau ist ja eigentlich tot, also, ne? Von daher. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Meine Frau, das kann sie eigentlich nicht sein, aber das gleiche Muttermal und die
Größe und die Form. Also. Und jetzt ist die Frage an die Leute, die liiert sind, ne? Wenn jemand ein Tittenfoto von eurer Frau oder euren Kindern, nicht Kindern, den Frauen rumzeigt, ne? Würdet ihr das kennen? Aber gut, ich nehme mal an, es wird erkannt, ja. Also bei einem normalen so ist ja schon, wenn so besondere Merkmale drauf sind, ja. Ich würde gerne einmal den Flyer mit meinem Handy fotografieren. Ja. Und eine Nachricht an Mr. Wu schreibt mit dem Satz drunter, come me to get ya. Okay, ja. Gut, dann bahnt ihr euch euren Weg nach dem ganzen Trubel, den ihr euch da jetzt unterwegs habt. Die Leute irgendwie sind, Keck Boon hat keine Frau, also würde er es nicht erkennen. Okay, alles klar. Das ist natürlich dann schwer. Ja, wie heißt er nochmal? Dave anschauen und fragen, sag mal, könntest du dem nochmal eine Nachricht von mir schicken, ob er noch ein paar mehr Fotos von ihr hätte? Ich kann das nicht sagen. Ja, ich kann nicht, war gut, ich schreibe dann. Das Bild gefällt mir, hast du da mehr davon? Also, ein Gesamtfoto bitte. Oh, ich habe ihn angeschrieben. Jo, dann passiert erstmal nichts. Okay, der arme Kackboon möchte nicht Englisch ausgesprochen werden. Kackboon. Ja. Gut, dann mahnt ihr euch jetzt euren Weg dann durch die Menschenmassen. Die machen euch auch in euren ganz gefährlich aussehenden Gesundheitsbehörden Anzügen. Ich würde natürlich vorangehen, forschen Schrittes. Machen die euch auch Platz? Und ja, Polizeiabsperrung. So tun, als würde man nach einem Officer schauen. Ja, da wenn stehen anscheinend noch, keiner scheint. Da stehen welche rum. Ich würde mal meinen Pass aus dem Koffer kramen, würde den anderen schon mal das Zeug reichen. Also das Klebenbrett für die Mitschriften würde mein Messgerät herausholen, was halt auch immer lustige Geräusche macht. Und ich würde das einfach machen, wie wir das immer machen. 3, 5, 4, 7. Wenn wir mal so ein bisschen weitergehen und das immer mal wieder dann einen Wert rufen und dann halt auch auf die Officers zugehen. Ja, also bevor du ankommst, stürmt so ein Typ irgendwie auf dich zu mit einem Fotoapparat. Entschuldigung, sind Sie von der Polizei? Ist das was Besonderes? Ist das hier? Ist es gefährlich? Keine Fotos! Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Keine Fotos. Okay. Nein. Ja, zu spät. Da ist schon eine Touristengruppe. Dann pause ich ein bisschen. Kein Kommentar. Ich würde mir halt diese Maske aufsetzen und würde sagen, bitte verlass diesen Ort. Oh. Ich sterbe. Okay, dann, ja, da werden also sofort einige drauf reagieren. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Routinekontrolle. Könnten Sie uns bitte aufhören, bei der Arbeit zu stören? Ich würde mir jetzt erstmal schön eine Zigarette anzünden und einen Baum erstmal aufsuchen. Okay, dann scheinen werden die deine erste Aussage dann auch nicht weiter ernst nehmen, weil du so zu gelassen aussiehst. Und ja, die, wer spielt denn da mit seinen Würfeln drum? Ja, das wäre eine gute Frage. Ihr kommt dann ja zu dem Polizisten an, den der John ja auch zielstrebig angesteuert hat. Und der erkennt dann euch auch irgendwie als was Besonderes, zumindest fällt er in der Menge da auch auf, die lassen euch ja auch durch. Und dann tritt er an den Zaun heran und Entschuldigung, wer sind Sie jetzt? Ich klappe meinen Ausweis auf, klappe ihn wieder zu, Gesundheitsbehörde. Wir müssen hier mal kurz umsehen bezüglich der Feinstaubbelastung und eventuellen Asbestreste.
Ach ja, sie wurden ja angekündigt, aber nicht wegen Feinstaub, sondern wegen dem Zeug. Ich bin wegen dem Zeug hier. Ich sag doch, Feinstaub. Halte meinen Ausweis davor. Und deute so in Richtung Fotografen. Das ist Feinstaub? Feinschleim. Ja. Okay. Man hat uns gesagt, denken Sie es nicht an die große Glocke. Gut, dann kommen Sie mit. Und der läuft dann ein Stück weiter und jetzt, wo ihr ein bisschen näher seid, seht ihr dann auch, dass die so eine Sichtblockade auch aufgebaut haben, halt so Plastikwände, dass die Leute nicht durchgucken können von draußen. Und haben da so eine Schleuse da drin, führen euch dann durch, ziemlich ohne Probleme. Und hinter der Schleuse ist das Personal auf jeden Fall nochmal um einiges mehr als vor der Schleuse. Da seht ihr jetzt auch irgendwie Soldaten mit MPs, die da rumlaufen. Und patrouillieren da irgendwie rum. Und mehrere Einsatzwagen stehen da, irgendwie auch so ein Funkding. Und die Leute haben so Scheinwerfer auch schon irgendwie auf das Motel gerichtet. Und ihr seht jetzt auch nochmal richtig, die Front ist halt komplett aufgerissen. Ihr habt die Bombe da ja auch aus dem Fenster geschmissen gehabt. Und das Ding ist immer noch einsturzgefährdet anscheinend. Und es klafft jetzt das ein Riesenloch in der Seite des Gebäudes und man kann aber jetzt noch irgendwie in die Lobby reingucken, wo ihr halt auch rausgekommen wart. Die noch halbwegs intakt ist. Also ich würde erstmal meine Zigarette austreten, meine Hände abwischen und dann zur Gruppe zurückkehren. Ich würde auf einen der Leute zutreten. Besondere Vorkommnisse in letzter Zeit? Sie machen mir Spaß. Dieses Zeug halt? Was für Zeugs? Berichten Sie die bitte detailliert. Das schwarze Zeug? Sie sind doch von der Gesundheitsbehörde wegen dem Zeug hier, oder nicht? Natürlich. Ja, dann wissen Sie doch, worum es geht. Seht ihr, wisst ihr, wo hier so eine Ansammlung von dem Zeug ist? Wir müssten Proben nehmen. Da drin? Irgendwas in die Kanalisation gelangt oder ähnliches? Ich hoffe nicht. In welchem Radius ist diese Flüssigkeit gefunden worden? Dafür haben wir doch Sie angefragt. Sie sollen das untersuchen. Naja, nichtsdestotrotz, waren Sie zuerst anstelle. Also gehe ich davon aus, dass Sie den Tatort hier abgesperrt haben. Wir haben halt großräumig abgesperrt. Und dabei irgendwie was noch gefunden von dem schwarzen Zeug? Ein bisschen, ja. Sind irgendwelche Leute damit in Berührung gekommen? Ja, und es ist sie nicht besonders gut bekommen. Wo befindet sich diese Person jetzt? In Gewahrsam. Welchen Gewahrsam? Militärischer Gewahrsam. Das reicht nicht. Gut. Was schlagen Sie vor, wo Sie sie hinbringen sollen? Einbetonieren. Schnell. Sie machen Witze. Ich mache nie Witze. Wir sind vom Gesundheitsamt. Nun, unser Kollege hat heute einen Clown gefrühstückt. Sie sollten das Gebiet weitgehend nach wie vor abriegeln. Wir kümmern uns um das Problem. Ja, Verzeihung, aber ich fühle mich nicht besonders nach Scherzen. Ich kann Sie voll und ganz verstehen. Nun, es ist ein gewisser Galgenhumor, der manchmal zutage tritt bei unserem Freund hier. Auf den Hinterkopf. Sei besser vorsichtig beim nächsten Mal, was du da so sagst. Das machen wir so Klatsch auf deinem Hinterkopf. Also der nähere Bereich des Hotels ist eigentlich nicht zugänglich, aber sie sind ja gut ausgerüstet, wie ich sehe. Natürlich. Nun, wir sollten nicht länger hier verweilen. Jede Sekunde zählt. Gut. Ja, das stimmt. Wir sollten dann die Arbeit machen.
danach würde ich ab und an wieder irgendwelche Zahlen rufen und hoffen, dass die einer so tut, zumindest als würde er mitschreiben. Ja, ich würde vielleicht auch so ein Klemmbrett haben und dann irgendwelche Zahlen draufkritzeln. Ich hätte euch ja ein Klemmbrett so in die Hand gedrückt. Ja. Weiß ich nicht, ob die Südstaatler schreiben können, warum habe ich das? Ich kann es probieren, aber daraus wird wahrscheinlich nichts. Drum habe ich das ganze Ding. Ja, gut. Also ich würde auch weiter in diesen Südstaaten-Akzenten sprechen, dass ich halt mehr mit Waffen umgehen kann. Klar. Ich kann auch Auto fahren, aber einen Führerschein habe ich. Naja. Tracker fahren, ne? Nun, wie gesagt, die Zeit drängt für uns. Dann geht ihr wieder zum Ort des Geschehens zurück. Also in euren Köpfen manifestiert sich wieder die Erinnerung an die Explosion, an die Panik, wie viele Menschen dann nach draußen gedrängt sind und wenn jetzt hier tatsächlich irgendwas ist und was ist aus den ganzen Leuten geworden, die müssen auch irgendwas abgekriegt haben eigentlich. Geht euch so kurz durch den Kopf. Betretet dann... Mir nicht. Dir nicht? Mir nicht. Dann nicht. Denkst du halt nicht dran. Und geht ihr durch den Eingangsbereich in die Lobby rein. Aber von dem schwarzen Zeug ist nichts zu sehen eigentlich. Nun, wir werden den Bau durchsuchen müssen. Ja, sehen wir uns mal im Hotel um. Ich würde sagen, in der Nähe der Explosion wird doch wahrscheinlich was liegen, oder nicht? Seht ihr das? Na, die Soldaten sagen, der nähere Eingangsbereich wäre tabu, aber ihr seid jetzt ja dahin durchgelaufen, da ist nichts sichtbar zumindest. Und was ist unter den ganzen Schutt und so? So an Stellen, wo man mal auf den Boden gucken kann. Blut, irgendwas? Ja, Schutt halt jede Menge. Teilweise noch irgendwie Fußspuren, die in alle möglichen Richtungen laufen. Aber Blut oder sowas sieht man eigentlich nicht. Nee, zersplittertes Glas, Steine, Überreste von Stahlträgern, irgendwelche Plastiksachen, aber ein paar Stoffe, aber kein Blut, irgendwie kein schwarzer Teer. Gut, wir sollten uns gezielt von unten nach oben durchkämpfen. Naja, also ich meine dafür, was hier passiert ist, kein Blut, nichts. Das ist seltsam. Ja gut, hier unten in der Lobby ist die Bombe auch nicht unbedingt explodiert. Nein, aber alleine von Trümmern müsste doch jemand mal getroffen sein. Ich meine, das Hotel war nicht klein und es war gut besucht. Na gut, ich denke, wir werden vielleicht schon noch was finden. Lass uns einfach das Hotel durchkämmen. Wo wollt ihr denn zuerst gucken? Also ihr steht jetzt halt im Eingangsbereich der Lobby. Ihr seht halt die umgestürzten Möbel teilweise. Teilweise sind die Wände einfach eingefallen. Auch oben kann man in den zweiten Stock reingucken. Da ist irgendwie die Decke eingestürzt. Trümmer liegen auch noch am Boden verteilt. Geht eine große Treppe auch am Ende des Raumes nach oben. Die kennt ihr ja auch. Und dann rechts geht's ab zu den Fahrstühlen. Und der große Empfangsbereich neben der Treppe hat auch gelitten. Die Theke ist halt zerbrochen, weil da so ein Stahlträger drauf gestürzt ist. Na gut, überall halt mal so vorsichtig gucken. Immer darauf achten, ob vielleicht von oben irgendwie noch was runterfallen könnte. Ja, irgendwie gibt es auch so das Gefühl, dass das Haus ächzt irgendwie unter der Last. Irgendwie. Wollte ich gerade fragen. Gut, wir sollten uns nicht länger aufhalten als notwendig.
Wer weiß, wann die Bude endgültig zusammenkracht. Wobei, wenn sie jetzt die letzte Stunde gehalten hat, dann sollte sie uns doch auch jetzt noch... Ja, es sind schon einige Stunden jetzt leer, ne? Also. Ja, aber trotzdem, ich fühle mich irgendwie unwohl bei, wenn ich davon denke, dass ich sie nicht mit einschließen kann. Irgendwelche Gullidecken in der Nähe. Ja, draußen halt. Ja, jetzt sind wir drin. Naja, ich meinte jetzt draußen. Ja, nein, da halt, wo die Explosion war. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, irgendwo vielleicht am Gullideckelrand, dass man da vielleicht noch was feststellt, ob es vielleicht runtergelaufen ist. Nee. Nichts zu finden. Nun, wir sollten dann weiter hoch. Also wenn im Erdgeschoss nichts weiter ist, dann Treppe hoch, nächste Etage. Mhm. Und dann halt eher so die Richtung, wo tatsächlich auch die Explosion stattfand. In die Bereiche vorsichtig, ob der Boden unten nachgibt. Okay. Vielleicht sollte jemand vorgehen. Ja. Vielleicht sollte jemand vorgehen, der etwas leichter ist als ich. Ja, die Treppe ist ziemlich massiv, also es ist keine alte Holztreppe oder so. Sondern schön massiv gemauerte Treppe. Scheint auch auf einem soliden Fundament irgendwie zu stehen. Von daher sieht schon noch tragfähig aus. Aber das ist keine schlechte Idee, jemanden vorzuschicken, der vielleicht mal die Belastung testet, das ist richtig. Ich meinte auch vor allen Dingen oben, wenn wir dann die Etagen betreten. Ja. Wer ist denn das Schmächtigste von uns? Ich guck wild durch die Gegend und hoffe, dass mich keiner anguckt. Ich glaube, der Johnny ist relativ schmächtig. Ja, der Johnny ist tatsächlich so sehr schmächtig. Ja, ich bin auch nur ein dünner Farmer. Zu viel getrunken, zu viel geraucht und zu wenig gegessen. Na gut, Johnny, gehst du voran? Bleibt mir was anderes übrig. Und würde vorangehen. Also mit der Glock im Anschlag. Na gut, ich würde jetzt auch mein neues Spielzeug dann eher so griffbereit halten. Okay, dann bewegt ihr euch an der Treppe entlang oder erstmal auf die ersten Stufen der Treppe und testet aus, hält ihr euch aus. Die Treppe knarzt ein wenig, obwohl sie aus Stein ist. Von oben bröckelt noch ein bisschen Schutt nach unten und dann, als ihr die ersten Stufen schon hoch seid, schlägt auf einmal das Gerät von Herrn Blair aus, was er eigentlich nicht gewohnt ist. So. Ja, ich so. 7. Das ist eine 7. Ja, du kannst es aufhören. Die anderen sind weg. Ich halte das Ding mal kurz in eine andere Ecke. Dann wieder ganz langsam rum. Das Ding spielt verrückt. Ganz weit weg. Es schaltet doch dieses Ding aus. Du brauchst hier keine Schraube. Gott. Da kommt was Großes. Ich gucke mich so um. Ihr wisst nicht, was das heißt, oder? Wie heißt das? Ich würde mir da Glocke durch die Gegend buchteln. Ich guck immer in. Ich gucke in die Richtung, wo der Ausschlag momentan am höchsten ist. Wenn der überall am höchsten ist, gucke ich einfach wild um mich. Steh da so, halt dieses Ding jetzt in zwei Händen. Mhm. 14. 18. Ja, es wird nicht unbedingt höher, aber es schlägt halt hin und wieder aus. Oder? Ja, und dann wieder nichts. 3. 0,2. Warum gehe ich eigentlich noch vor? und ich halte das wirklich so in der Hand und man sieht mir auch an, ich habe eine todernste Miene aufgesetzt und ich bin so ein bisschen am Zittern, weil ich nicht weiß, was ich komme. Nachdem ich merke, dass er so gar nicht auf das reagiert, was ich sage, hole ich meine Machete raus. Definitiv. Ihr wisst wirklich nicht, was das bedeutet? Ja, dann erzähl mal, was bedeutet das Scheißding? Du hast doch gesagt, dass es nichts kann.
Ich schmolle für einen kurzen Moment. Dieses Knacken, was ihr hier immer hört. Wenn sich Geister materialisieren, verbrauchen sie Energie in der Umgebung, das ist. Geister. Ja. Geister. Ach, das Schande. Jetzt? Ich würde sagen. Hoffen wir, dass es menschliche sind. Wir sollten schnell dieses Zeugs besorgen und weg von hier. Und wo sollen wir dahin? Johnny, hast du schon was gefunden? Ich was gefunden? Ich fuchtel so mit der Waffe rum. Ich sehe nichts. Ich weiß, was soll ich denn finden? Hier ist nichts. Wir sollten uns auf keinen Fall hier jetzt trennen. Das kann sehr, sehr stark nach hinten losgehen. Gerade bei sowas habe ich immer gesagt, wir trennen uns nicht. Geister. Also ich meine, ich könnte so durchs Gesicht gehen. Ich hole jetzt aus meiner Tasche das Smartphone, was ich habe, raus. Fange an, da, wenn wieder hohe Ausschläge kommen, Fotos zu schießen, und zwar mit Blitz. Mhm. So in die Richtung. Und schalte dann auf Video aufnehmen. Ich hoffe einfach, dass der Akku hält. Mhm. Okay. Und ich halte jetzt in einer Hand das Gerät, in der anderen ein Handy, was auf Video aufnehmen gestellt ist. Mhm. Und gehe so nach und nach den Raum ab. Drehe mich um. Halte dann ganz kurz wieder auf dieses Gerät bei höheren Ausschlägen. Das glaubt mir keiner. Ich nuschel so vor mich hin, das glaubt mir keiner. Wollen wir das nuscheln? Und ja, wahrscheinlich. Und sehe dann immer wieder auf den Handymonitor, ob ich da was sehe. Ja, auch mit der Hand dabei. In einer Sekunde, in dem du an Johnny, der vor dir auf der Treppe steht, irgendwie vorbeifilmst, meinst du, einen Schatten zu sehen, der oben an der Treppe irgendwie in der Ecke verschwindet? Dann. Ich reiß die Augen weit auf. Da ist was. Macht ab, ihr solltet auch es aufnehmen. Wir wissen nicht, wie viele hier sind. Ich bin sicher, wir können dafür eine Prämie kriegen, wenn wir unserer Chefin sagen, was hier vor sich geht. Ich hab nur ein Lob, ja. Geht nicht. Dann zeichne zumindest das Gesprochene auf. Ich gucke zu den anderen beiden. Jetzt macht schon, Handys. Na gut, ich gucke ihn ein bisschen ungläubig an, pack dann aber auch mein Handy. Pack mir auch mein Handy und flüster zu John. Geister vor Angst, keine hat er. Guckt ihr, haltet ihr alle eure Handy nach vorne und guckt irgendwie und dann ganz lange. Gucken halt da so ein bisschen so. Dann pfeift ein Windstoß irgendwie von draußen durch das Gebäude. Und es knarzt noch einmal und dann irgendwann. Aus der Ferne hört ihr einen. Ich bin dafür, dass wir abhauen. Sehr schnell. Was war das für ein Geräusch? War das ein Hund? Das Geräusch hat schon vielen Menschen das Leben gekostet. Wir sollten abhauen. Wir sollten gehen. Ganz schnell. Woher weißt du das? Ich gucke ihn so an. Als erwarte ich jetzt eine Antwort von ihm, aber mit so einem vielsagenden Blick, so nach dem Motto, ich wusste, dass du auch einer von uns bist. Also Leute, mal jetzt mal, ihr redet hier von Geistern, aber wir haben immer noch eine Aufgabe und Mazza wird nicht begeistert davon sein, wenn wir wieder versagen. Dann geh allein hier raus, ich bin weg.
An ich alleine. Ja, viel Spaß. Du hast gesehen, was es mit, was dieses Geräusch mit anderen mir bekannten Menschen angerichtet hat. Du Schutzausrüstung. Erstens mal das und zweitens, du kannst ja gehen, aber du weißt ja, was in schlechten Horrorfilmen immer passiert, wenn sich Leute alleine in Häusern rumtreiben. Genau so ist es. Dave, du gehst vor, ich bleib hinter Dave. Das ist ein Plan. So, ich pack meine Machete ein bisschen fester und würde es tatsächlich mal heute gehen. Ich würde hinter Dave hergehen und so die Waffe nehmen, ihn her. So. Zwar immer noch so mit dem Handy ein bisschen gucken, aber ich vertraue ja meinen eigenen Augen. Ich würde mich so an der Seite entlang bewegen, also so Treppen sollte man eher dann an der Seite. Wir sollten das wirklich nicht tun. Das ist eine ganz schlechte Idee. Mit meinen ganz schlechten Ideen liege ich sehr oft richtig. Das solltet ihr langsam mal merken. Ich würde mir eine der den Koffer öffnen, mich kurz in die Hocke setzen, eine dieser Silberkugeln rausholen und die jetzt in der Hand halten. Und Silber wird dich helfen. Und die so ein bisschen zwischen Zeigefinger und Daumen immer etwas reiben und dann sagen, wir wollen dir nichts. Das bringt dir nichts. Lass es sein. Hat man dich hier vergessen? Bestimmt hat man das. Lass ihn in Ruhe. Psst. Hat man dich hier vergessen? Tu das nicht, geh da weg. Ich würde mich so langsam weiter nach vorne bewegen. Ja. Ganz, ganz langsam. Und darauf passt ein, dass mir gleich irgendetwas entgegenfliegt. Das ist schon wohl jetzt das vierte Opfer. Weil ich bei einer Google-Recherche mal gelesen habe, dass Tiergeister angeblich bis zu 200 Kilo heben können, während menschliche Geister nur 500 Gramm heben können. Und dass sie total aggressiv sein sollen. Es ist kein Geist. Dann gehst du ein bisschen dieses Rondell entlang, wo auch schon Zimmer abgehen. Und dann kommst du an der ersten Zimmertür vorbei, die noch intakt ist. Irgendwie ein paar sind irgendwie aus den Angeln gerissen, aber die ist noch intakt. Und dann du bist ja total angestrengt und guckst und lauschst. Und meinst du irgendwie irgendwas zu hören von hinter der Tür? Ein Geräusch. Irgendwas fällt gerade um oder so. Okay. Meine Gesichtszüge entgleiten mir. Das noch gehaltene Gesicht sieht jetzt so aus, als wollte dieser Mensch nicht weitergehen. Und ich deute nur auf diese Tür und dann deute ich auf Herrn O'Malligan. Herr O'Malligan, lassen Sie dieses bitte. Es wird den Zusammenhalt unserer Gruppe nachhaltig schaden. Gut, ich würde mich so seitlich an die Tür drehen. Ich würde an die Tür stellen. Das Ding wird wahrscheinlich sowas wie ein Knauf haben, denke ich mal. Ich nehme meine Pistole in die Hand. Ich guck mal, dass die anderen vielleicht auch mit einer Waffe oder so, falls die eine Waffe ziehen wollen. Also wenn er links neben der Tür steht, würde ich rechts neben der Tür stehen mit der Waffe im Anschlag, dass man halt zu zweit durch diese Tür gleichzeitig reingeht. So, und ich mache dann so Zeichen so. Und dann öffne ich die Tür. Und schmeiße sie auf und drehe mich weg. Und drehe so einen Schritt zurück. Ja, ich mache einen großen Schritt zurück. Mit einem Krachen tritt Dave die Tür ein.
Tür fliegt auch zur Seite, war eh wahrscheinlich schon irgendwie nicht ganz fest in den Angeln. Und Tür kracht und prallt sogar an der Wand irgendwie noch ein bisschen zurück, weil die Wand direkt irgendwie dahinter ist. Und schaut in ein Zimmer, in ein Hotelzimmer. Seht sofort auf, dass irgendwie, dass es zerstört ist. Irgendwie auch total verwüstet, sonst aber noch intakt. Also eigentlich nichts irgendwie von der Decke gefallen oder aus dem das Fenster ist noch intakt. Und das, die ganze Einrichtung ist aber zerstört. Irgendwie alles irgendwie von den, die Schränke sind zerstört, das Bett ist zerwühlt, kaputt gerissen, überall liegen Federn rum. Haben wir eine Schwarzlichtröhre hier? Und würde die Runde angucken. Ja, im Endeffekt nick nur kurz mit dem Kopf. Nein, die habe ich verloren. Bin ich ganz leise gespannt. Und dann dieses Gerät wieder anschalten und da reinhalten in diesen Raum. Und das quasi von der knackt Tür ein bisschen an. Vor sich hin, aber sonst ist da nichts. Ich halte das jetzt weiter an. Und dann würde ich auch ganz langsam in diesen Raum treten. Und immer wieder wiederholen, wir tun dir nichts. Du brauchst es nicht wiederholen, er tut dir was. Ein, zwei Schritte gehst du rein, kannst jetzt weiter in den Raum reinsehen. Die Zerstörung ist wirklich, du siehst irgendwie Kratzer an der Wand, irgendwie als hätte irgendwas irgendwie so Brocken aus den Wänden gerissen. Eine der Lampen, die an der Wand angerichtet waren, ist dann aus der Wand gerissen, es hängen Kabel daraus. Es gibt noch ein bisschen so elektrische Blitze, die dann irgendwie vor sich hinzucken aus den Kabeln. Und der dritte Schritt bringt dich dann an die Badezimmertür, die auch irgendwie so quer vor dir liegt. Das heißt, du müsstest drüber klettern, um durch den Gang jetzt genau ins rechte Zimmer zu kommen. So irgendwas hätte die Tür irgendwie nach außen weggesprengt, so sieht es aus. Okay. Ja, O'Malligan. Will ich ganz leise rauen. Was ist? Wir sollten das Stockwerk verlassen. Es ist sehr gefährlich. Das Mantra des Konstantin Hartgas. Ja. Ja gut, ich würde die Machete noch ein bisschen fester halten, auch mit einem etwas mulmigen Gefühl. Und wenn euch irgendwas Pelziges entgegenkommt, tut ihm nicht weh. Wird schon möglichst fragend angucken. Ich würde meine Waffe ziehen und nur nicken, ich gebe dir Deckung. Schön, dass mich alle ignorieren. Wieso hast du etwa die Hoffnung, dass etwa dein Hund da rausgesprungen kommt? Du weißt, was er mit dem letzten Mal, was er das letzte Mal angestellt hat, wo er irgendwo rausgesprungen ist. Du hast recht. Nun, ich würde mich halt mal schon näher. Dave bahnt sich seinen Weg nach vorne zu John. Und als du gerade bei John angekommen bist und der dir gerade irgendwie so hier da, irgendwie da drüber oder so zeigen will, hört ihr ein Geräusch aus dem Badezimmer. Irgendwie so fließendes Wasser oder sowas. Gerade wir angefangen. Sollten uns hier wegbewegen. Und da war irgendwo Strom? Ja, also im Zimmer. Naja, Leute, ich finde das nicht so schön. Strom, Wasser. Der Wasser sucht sich seinen Weg. Wir haben eh noch nicht das, was wir brauchen. Ich werde mal umgucken, ist da was, ist da irgendwas von diesem schwarzen Zeug zu erkennen? Im Zimmer jetzt nicht. Noch einen Schritt weiter und der kommt halt zu der Tür, die halt
Er guckt so schräg ins Badezimmer rein, aber er könnte da noch nicht irgendwie viel reingucken. Ich würde mal versuchen, das Handy so zu halten, dass ich quasi ins Bad reinfilmen kann, also die Hand vorstrecken und trotzdem noch mit dem Display so ein bisschen erkennen kann, was da drauf ist. Ja. Ich folge Mr. O'Malligan in sehr kurzer Reichweite, das heißt, ich bin vielleicht 1,50 Meter von ihm entfernt und halte mich bei dem Rücken auf. Ein Königreich wäre das, als ich stand jetzt. Der Spielleiter? Ja. Habe ich meine Leine noch? Ja. Gut. Weiß nicht, ob du sie jetzt gerade mitgenommen hast, aber du müsstest sie noch irgendwo haben. Mal hatte ich sie in meinem Körper. Okay. Ja, dann filmt Dave mit seiner Handykamera einmal um die Ecke. Und das Handy fängt just in diesem Augenblick an zu vibrieren. Und du erschreckst dich fürchterlich. Ja. Vor Schreck lasse ich es fast fallen, aber kann es gerade so festhalten. Ja. Hast du eine Nachricht bekommen? Willst du weiter filmen oder gucken? Ich filme jetzt erstmal. Dann bewegt sich das Handy wieder ganz die langsam. Die Nachricht. Um die Ecke. Ist was zu erkennen? Schaust gespannt auf das Bildschirmdisplay. Drehst die Kamera. Da ist ein Spiegel. Spiegel ist noch intakt. Waschbecken. Mhm. Handtücher. Da ist die Dusche. Die Dusche läuft anscheinend. Drehst du so weiter runter. Da ist irgendwas in der Dusche. Der Duschvorhang ist runtergerissen. Sollte nicht stören. Da duscht jemand. Wir sollten gehen. Duschvorhang ist heruntergerissen und irgendetwas liegt unter dem Duschvorhang. Und das Wasser prasselt oben auf den Vorhang drauf. Wie groß ist das etwas? Psst. Schön, ja. Jetzt! Tschüss. Sonst kannst du nichts erkennen. Ich würde mal auf Pause drücken oder so, also kurz zurückspulen, wo das John zeigen, falls es nicht gesehen hat. Mach ein Foto mit Blitz! Und ich wüsste dann so zu. Dave, glaubst du, das ist wieder so ein Fall? Ich weiß es nicht. Scheiße, das ist doch dein wegener Freund oder nicht gewesen. Wisst ihr was, sollen wir erst schießen, dann schauen? Dann wisst ihr wenigstens, dass es uns nicht angreift. Ich bin dagegen. Was ist, wenn es wieder eine Leiche ist? Das kommt dann echt schlecht. Ihr wollt auf armen Leichen schießen? Hat sich da was bewegt, wo ich das... Nein. Hat sich das Ding bewegt oder war das ruhig da? Das war so lange, wie du geguckt hast. Das Wasser läuft weiter, oder? Das Wasser läuft weiter und prasselt auf den Duschvorhang runter. Ja, aber das Ding unter dem Vorhang hat sich nicht bewegt. Nee. Sollten das arme Kerlchen nicht stören, das ist ruhig am Duschen, wir sollten gehen. Ich heb es an und du mach dich bereit mit der Machete. Ich zieh schnell den Vorhang weg und wenn es sich bewegt, dann. Doch sind wir vor links und da liegt eine Tür, auf die wir treten müssen. Könnte man die Tür relativ geräuscharm wegtun? Nein. So dass man nicht drauf treten müsste. Johnny, geh bitte einen Schritt zurück. Du weißt, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Nein, ich bleibe hier stehen. Hol meinen Flachmann raus. Ich trinke erstmal Mut an. Ich würde einen Schluck trinken. Ja. Trinkst du einen Schluck? Tut gut. Und da du ja eben auch schon was getrunken hast, langsam steigt sie auch ein bisschen in den Kopf und so, ja, das wohlige, schummrige Gefühl. So,
jetzt. Ja gut, also okay. wenn die Tür, ich weiß ja nicht, ob die Tür noch, ob auf der Tür noch großartig Zeugs rumliegt oder ob man die einfach so ein bisschen zur Seite heben könnte. Kannst du zur Seite heben, ja, kein Problem. Also traust du dir zu? Dann würde ich das, hast du noch nicht probiert? Das würde ich jetzt möglichst geräuscharm versuchen. Ja, wie gesagt, so geräuscharm wie es geht. Ja. Dann fängt es an zu rascheln aus dem Badezimmer, als du die Tür das erste Mal anhebst. Ist das Badezimmer eigentlich dunkel oder ist Licht an? War normal hell. Das ist ein flackerndes Licht, ja. Aber ihr könnt halt so nur in die Ecke nicht reingucken, das ist das Problem. Ist es ein heftiges Raschen oder nur so ein bisschen? Ein bisschen. Ah, das ist ein bisschen. Also ich würde irgendwie, ich weiß ja nicht, ob ich die Tür jetzt nur ein bisschen angehoben habe oder ob ich die schon so richtig schön in den Händen habe. Ja. Ja gut, ich würde sie, wenn ich die jetzt schon richtig in den Händen habe, so ein bisschen zur Seite stellen. Ein Berger Day. Zur Seite. Weg ist frei ins Zimmer. Ich würde reingehen mit vorbei und dann halt die Waffe auf diesen Vorhang richten. Ins Badezimmer. Genau. Bevor er überhaupt, also wo er noch die Tür so in der Hand hat, aber schon zur Seite, dass, wenn es sich bewegt, ich halt. Mit einem raschen Schritt trittst du ins Badezimmer und hebst deine Waffe und richtest die See auf das Ding, was da in der Dusche ist. Jetzt, wo du genau drin stehst, liegt halt irgendwas unter einem Duschvorhang in der Dusche drin. Der Duschvorhang ist ja dunkelblau. Kann also nicht richtig durchgucken, wie diese Duschvorhänge so normalerweise sind. Und es prasselt Wasser auf das Ding runter. Wird sich Kontakt zu Dave aufnehmen? Na gut, ich komme mit der Machete dann hinterher. Ja, ich würde den Duschvorhang anfassen. Von der Größe her könnte das ein Mensch sein. Bewegt sich das Ding irgendwie, außer dass es sich durchs Wasser bewegt? Nein. Und müsst ihr es gleich tot macheten? Könnt ihr es nicht in den Duschvorhang einwickeln? Es ist schon in den Duschvorhang eingewickelt. Können wir es dann festwickeln? Ja gut, ich würde, also wenn sich jetzt der Duschvorhang nicht unnatürlich bewegt, außer durch das Wasser, das da tropft, ist das ein Duschding mit so einem Hebel oder so, dann würde ich mit der Machete den Hebel irgendwie runterdrücken. Ja. Dass die Dusche aufhört. Okay, ein Arm und eine Machete Länge ist zwischen dir und dem Duschhebel. Trittst weiter auf das Ding zu. Machete. Ich glaube, das Ding auch Hebel nicht großartig aus. Tack! Ist die Dusche aus. Das prasselt nicht auf. Wird auch so eine Ecke vom Duschvorhang anfassen. Ja. Zu Dave schauen, also die Finger zeigen. Ich würde auf Nicken warten noch kurz vorher, also die drei Finger zeigen, Nicken, sehe es ja. Nicken. Würde halt runterziehen und bei eins mit einem Schwung weg aus dem Raum weglaufen. Mit dem Duschvorhang in der Hand. Und ich würde die Machete schlagbereit halten. Wie so ein Baseballschläger so. Erst tragen, dann schlagen. Halt das Handy drauf. Ich halte einfach nur mit dem Handy drauf, so aus dem Türrahmen. Wäre schon bereit loszulaufen, sobald dieses Handtuch weggezogen wird. Ich wäre schon bereit zuzuschlagen. Ich halte mal viel Kabelbinder bereit. Also das, ich würde dann jetzt kräftig ziehen. Erstmal geht die Hand an den Duschvorhang. Ihr macht euch bereit zum Handyfilmen, zum Zuschlagen. 3, 2, 1. Zack! Und es geht, der Johnny geht zur Seite. Dave steht mit der Machete so davor. John hat sofort sein Handy gezückt und drückt drauf auf einen Aufnahmeknopf und filmt eine Frau, die nackt in der Dusche liegt und ein dickes Loch im Rücken hat. Ich laufe trotzdem weg, als dieses Blättern vom Duschvorhang kommt. Ich drücke quasi auf den Knopf. Na gut, ich mache aber erstmal einen Schritt zurück. Satz schon. Bewegt sich die Frau oder liegt die da einfach? Die Frau hat rote Haare,
natürlich jetzt nass sind, liegt mit dem Rücken zu euch, irgendwie zusammengekauert in der Dusche, hat eine große klaffende Wunde, man kann sie bis auf die Wirbelsäule heruntersehen im Rücken. Und ja, ungefähr 1,70 groß. Würdest du schätzen? Nachdem ich mich vielleicht von einem Schreck erholt habe, blutet es noch oder sieht es tot aus? Blutet gar nicht. Aber sieht auch nicht mehr lebendig aus, wahrscheinlich eher bleich oder sowas. Ja. Bewegen tut sie sich nicht, oder? Nein. Dann würde ich so ganz langsam vorsichtig rangehen und sie mit der Machetenspitze ein bisschen anstupsen, so am Arm oder so. Ich fessle Arme und beide mit dem Kabelbinder. Ja, du bist ja noch nicht da. Ja, so viel gut. Ich komme und fessle Arme und Beine mit dem Kabelbinder. Stößt erstmal der Dave mit der Machete dagegen. Keine Reaktion groß. Dann drückt sich Konstantin an den beiden, die gerade aus dem Zimmer gelaufen sind, vorbei. Und geht dann Dave auch schon und schiebt den auch ein bisschen mal Seite. Lass mich mal. Kabelbinder holt er aus der Tasche. Wie willst du das jetzt machen? Also, einen um die Beine und beide Handgelenke zusammen, da einen drum. Und die beiden dann verbinden mit einem dritten. Okay, Kabelbinder bereit. Hand geht nach unten. Und in dem Moment, als du die Fußknöchel der Frau berührst, um sie hochzuziehen und die Kabelbinder darum zu wickeln, zuckt sie einmal ganz schnell zusammen, dreht den Kopf zu euch rüber und ihr seht in schwarze Augen, wirklich schwarz, keine Pupillen, nur schwarz. Hilf mir! Also wenn ich da in der Nähe bin, in dem Moment saust die Machete runter. Wohin? Richtung Schädel. Gut, da stehe ich nicht. Das ist richtig, ja. Ja, die Machete, zack, mit einem gezielten Schlag köpfst du die Frau. Und er erschlafft halt. Du merkst, dass eben dieses Muskelzucken, was du hattest, Konstantin, als du die Knöchel angefasst hast, hört sofort auf. Und ich würde dem Kopf geflissentlich aus dem Weg gehen, sollte der jetzt irgendwie durch die Gegend kullern. Nee, der ist einfach nur da in der Wanne. Im Wasser. Ich dachte, werden sie aus der Wanne rausgeholt. Ja, du wolltest sie ja rausholen. Aber das ist ja vorher gezuckt. Ah. Nicht immer so viel auf einmal, Herr Hardcastle. Jetzt würde ich mir das auch nochmal angucken, weil das hat mich ja doch schon arg erschreckt. So, aber das schwarze Zeugs, ist es da noch? Was? Ihre Augen waren völlig schwarz. Jetzt der Kopf fliegt jetzt so zur Seite. Du müsstest ihn umdrehen, damit du in die Augen gucken kannst nochmal. Also mit der Hand fasse ich die nicht an, aber mit der Machete würde ich versuchen, den Kopf ein bisschen zu drehen. Du drehst es so und dann siehst du so, wie dieses schwarze Zeug, das Schwarz der Augen wirklich so wie so Tränenflüssigkeit irgendwie aus den Augen rausrinnt gerade. Ich glaube, wir sind fündig geworden. John, komm mal. Dein Job. Es hört sich nicht gut an. Und ich würde dann einfach aber so versuchen, so einen Brechreiz ein bisschen zu unterdrücken. Ja. Auf jeden Fall. Auch Konstantin. Das bist zwar einiges gewohnt, aber ist ziemlich widerlich, was der Dave da gerade angestellt hat. Ich gehe ganz vorsichtig und luke dann so durch die Badezimmertür rein. Ja. Noch wird der Blick von Konstantin und Dave versperrt. Ich würde den ein bisschen zur Seite machen. Ich würde auch mal meine Machete angucken. Ist da was von dem schwarzen Zeug dran? Nein. Auch kein Blut oder so. Ich würde trotzdem mal gucken, ob da irgendwo ein Handtuch rumliegt, rumhängt und da die Machete trotzdem dran abwischen. Okay. Ohne dass ich die Frau da großartig aus den Augen verliere. Kannst du machen.
Also ich schaue erstmal die Zigarette an. Ich schaue mit weit aufgerissenen Augen und voller Ekel dahin. Was habt ihr gemacht? Unser Job. Sie war tot. Und jetzt ist sie tot. Jetzt guck mich und sammle das Zeug rein. Dafür sind wir ja schließlich da. Ja, dann müsste sich in der Tat beeilen, erkennt Dave, weil das Zeug so langsam jetzt durch von dem Schädel jetzt runtergetropft ist ins Wasser und sich gerade seinen Weg in den Abfluss. In dem Moment, wo ich das erkenne, würde ich das Handtuch davor hinschmeißen, dass es nicht in den Abfluss geht. Ja. Ich würde mir die Einweghandschuhe aus dem Erste-Hilfe-Kasten noch überziehen. Mhm. So aus reiner Gewohnheit. Ja, ihr habt ja generell diese Ganzkörperanzüge an, ne? Also von daher. Ja, ja, das ist trotzdem so. Ich schmeiß den Stöpsel in die Badewanne. Und auf ja sicher sein und wird dann so eine Plastiktüte nehmen und anfangen, das da irgendwie reinzukratzen, aber mit ziemlich viel Ekel und das geht auch nicht schnell, weil im Endeffekt versucht hier gerade jemand nicht dreckig zu werden. Und auch das Ganze möglichst nicht so wahrzunehmen, als das, was es ist. Schockiert, voller Angst und oh scheiße, ich bin mit einem Psychopathen unterwegs, kratzt er das da rein. Dadurch, dass du ein bisschen länger brauchst, wirst du nicht sonderlich viel von dem Zeug mehr in deine Proberöhrchen bekommen. Der Großteil davon befindet sich jetzt in dem von Dave in den vor den Ausguss geschmissenen Handtuch. Haben wir eine Plastiktüte dabei? Oder ich guck mal um, ob da irgendwo ein Abfalleimer ist, wo eine Plastiktüte drin ist. Ja, definitiv ist ein Abfalleimer. Also, Tüte ausleeren, Handtuch da rein. Mhm. Tüte verschließen. Ja. Von draußen. Dreckshöhle. Von wo draußen? Ich stehe ja noch am Eingang, Ausgang, Tür. Nicht zu sehen. Ich würde noch ein paar Fotos von der Frau machen. Oder von dem Kopf vor allen Dingen, so eine Nahaufnahme vielleicht. Mhm. Und dann fällt mir ein, dass vorhin mein Handy vibriert hat. Ja. WhatsApp. Mhm. Konstantin? Ja? Du, ich glaube, ich habe deinen Hund gehört. Ach, endlich! Jetzt hast du ihn auch gehört. Ja, ich würde mir jetzt mal angucken, was mein Handy da gesagt hat. Ja, ist wieder ein Bilddatei zum Runterladen. Ja, natürlich. Und er lädt es runter und guckt auf das Bild und einen Knutschmund. Siehst du, schön rote Lippen. Du wolltest ja mehr Fotos haben. Also nur eins. Johnny, schau dir das mal an, kommt dir das bekannt vor? Und dann drücke ich, zeige ich ihm das. Ich würde ja, also das reingehen. Ist auch ein ganzer Teil vom Gesicht erkennbar, es ist eindeutig deine Frau. Ja. Also ich würde erstmal reinkommen und mir würde erstmal schlecht werden vor dem Geruch. Aber ja, es ist sofort riecht gar nicht so. Als ich, okay. Also jedenfalls bin ich dann sehr erleichtert, dass meine Frau wohl noch lebt. Anscheinend, obwohl sie tot ist. Ich so, aber Dave, woher kennt er meine Frau? Wieso hat er Fotos? Die ist tot. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Wie geht das? Frag ihn. Wo ist sie? Johnny? Ich glaub nicht, dass er uns das ernsthaft beantworten wird. Egal, aber frag. Johnny? Es geht hier um meine Frau. Was? Ein kurzes Schluss. Mit welchem Tierchen hast du deine Familie in den letzten Tagen auf dem Bildchen immer gesehen? Mit deinem Hund, Cookie? Mit welches Tierchen hören wir hier gerade? Cookie. Wo wird deine Familie dann wohl sein? Ich guck mal so den Hintergrund des Fotos. Ist das so? Das ist kein großer Hintergrund zu sehen. Das ist nur so eine Nahaufnahme vom Gesicht. Meine Frau lebt immerhin, hoffentlich. Frag mal bitte genauer nach. Und
Ich weiß nicht, da musst du mal deinen Hund rufen. Und wird mal rufen, Cookie! Das werde ich definitiv nicht tun. Es ist dein Hund. Ich würde zurückschreiben, oh, das Bild gefällt mir. Gibt es da mehr davon? Ich habe hier jemanden, der sich da brennend dafür interessiert. Ja, kommt sofort zurück. Das denke ich mir, aber jetzt mal bloß nicht gierig werden. Zwinker-Smiley. Lebt sie denn noch? Dieses Schwein wird dafür sterben. Keine Antwort. Keine Antwort. Ich würde erstmal was trinken und dann rauchen. Okay. Der Alkohol fließt durch den. Also ich nicht betrinken, nur einen so einen kleinen Schluck zum Rosen, weil ich sehr aggressiv bin. Ja. So, wollen wir noch weiter suchen oder reicht uns das? Da gucke ich die kümmerlichen Proben an, die John da gesammelt hat. Das ist noch weniger als das, was in eurem, in dem Behälter drin war, was ihr schon vorgesetzt und bekommen habt. Aber ich glaube, das wird unser Schiff nicht genügen. Richtig. Naja, vielleicht sollten wir Cookie suchen, wenn wir ihn lebend finden. Ist doch schon mal. Cookie! Was sage ich? Das wird mir jetzt lautes Gekläffe von draußen. Dreckstöle. Tja, Konstantin, los. Kümmere dich um deinen Hund. Ja, ganz bestimmt. Ihr wolltet hier hin. Ich hab gesagt, das ist eine schlechte Idee. Ich krieg wieder auf Fresse, wenn ich da rausgehe. Das werde ich nicht nochmal tun. Das könnt ihr euch nicht. Warum hast du Angst vor einem lächerlichen Hund? Zieh meine Waffe. Können wir nicht einfach gehen? Wir gehen, richtig. Jetzt. Wir gehen jetzt nach draußen. An die letzte Begegnung in der Kanzlei. War es Cookie? Du hast gesagt, es war nicht Cookie. Das stimmt. Wir wussten es beide besser. Du hast was anderes gesagt. Also, nur mal so, dieser Knochen. Da fehlte ja ein Knochen, oder? Ja. In der Kanzlei. Und dieser Knochen ist ja anscheinend wieder aufgetaucht hier in diesem Gebäude. Ja, der ist später in dem Hotelzimmer wieder aufgetaucht. In seinem Napf. Ich sag ja Cookie. Wo Cookie ist, es vielleicht meine Frau. Diese Schlussfolgerung ist sehr klug, aber auch sehr gefährlich. Ich mich würde fragend und bittend in die Runde schauen, ohne was zu sagen. Ja, Nef, das Kläffe mischt sich jetzt, während ihr euch so unterhaltet, ein Rumpeln und ja. Irgendwie Geräusche aus der Lobby. Na toll, er hat uns gehört. Ich pack meine Machete wieder ein bisschen fester. Und dann würde ich wieder rausgehen. Das ist nur ein Hund. Dave stürzt sich einfach auf und du hast doch Kabelbinder, Schnauze zubinden, die beiden Vorder- und Hinterläufe da zusammenbinden. Wenn es nur ein Hund wäre. Konstantin hatte auch ein Handy, ne? Ja. Aber kein Smartphone. Ja. Doch. Ich habe kein Smartphone. Doch, deutsche Dings. Johnny hat kein Smartphone, genau. Da hat man so ein altes Nokia. Ja. Also. Ich schleiche mich in einem Moment, wenn ich von den anderen nicht gesehen werde, aus dem Zimmer. Ja. Mit der Leine in der Hand. Ja. Und laufe in Richtung Bell. In Richtung Lobby? Ja, da wo die Geräusche herkommen.
Ja, dann stehst du dann irgendwie direkt, dann kann man kann ja nach unten gucken, die drei Seite die Treppe nur eigentlich nur hochgegangen, kurz ein bisschen zur Seite. Und in der Lobby siehst du nun deinen Hund Cookie, wie er mit dem Rücken zu dir in der Lobby steht. Und eine Gruppe Menschen ankläfft, die da rumsteht. Bestimmt 5, 6 Leute, die irgendwie langsam auf ihn zuschlurfen. Was für Menschen sind das? Zwei Frauen, 3 Männer. Einer hat auf jeden Fall Militärklamotten an. Bewaffnet? Nicht so weit du sehen kannst. Ich ziehe in der einen Hand die Pistole und in der anderen Hand die Leuchtpistole und ziele auf die Gruppe. Mhm. Okay. Und rufe nach dem Rest der Gruppe. Ja. Konstantin ruft. Hey, Leute, kommt her! Na gut, ich würde beim relativ zügigen Schritt ist, was ist los? Ja, das aber so raustrittst, siehst du halt die gleiche Szene draußen. Drei Männer, 2 Frauen. In der Lobby schlürfen von verschiedenen Seiten auf diesen Hund zu, der kläffend vor denen steht. Was heißt schlürfen? Also eher unnatürlich schlürfen? Ja. Also Zombie-like. Warum sollte man sich so normal bewegen? Ich guck mir an, ob da irgendwas Auffälliges ist. Schwarze Gesichter oder sowas. Ja, ist ein bisschen weit weg von hier, um dann die Augen zu sehen, aber... Eine Wunde kannst du zumindest bei einem sehen. Weil er hat ein weißes T-Shirt an, das ist ziemlich rot gefärbt mit so einem Strich quer über die Brust. Außerdem hängt ihm so ein Stück Stahlträger aus der Brust. Das ist sehr ungesund. Scheiße, Zombies. Ich stürme auf jeden Fall die Lobbytreppe hinunter. Laut krakelnd dabei. Ja. Und ich schreie, du Vollidiot, und werde ihm hinterher. In dem Moment, dass Konstantin nach vorne die Treppe herunterstürmt, bricht ein Stück, weiteres Stück aus der Decke und gibt ein Rohr frei, was da irgendwie ja verbaut war. Und kippt so komplett so nach unten und der Hund springt gerade noch so zur Seite. Knurrt dann das Rohr an, aus dem jetzt eine dicke, dicke Suppe schwarzer Teer rauskommt. Und im nächsten Augenblick stürzt sich der Hund auf den ersten Zombie, auf den mit dem Stahlträger in der, also nicht einen dicken Stahlträger, sondern so ein kleines Stahldings, was ihm aus der Brust guckt, springt ihm an die Kehle, reißt ihn um. Und was macht Konstantin? Was machen die anderen Zombies in der Zeit? In welchem Abstand stehe ich? Bis oben an der Treppe. Bin ich schon runtergegangen? Ja, du warst gerade. Bist gerade losgesprintet. Ah, gut. Ich versuche auf jeden Fall mit 2 bis 3 Schüssen auf die Meute auf mich zu lenken. Mhm. Der Rest der Meute. Ja, da willst du gezielt schießen irgendwie oder einfach nur so wild irgendwie in die Gegend? Auf jeden Fall auf die, die nicht in der Nähe von Cookie sind, damit kein Schuss daneben gehen kann. Okay, willst du wirklich treffen oder willst du einfach nur so warnschussmäßig irgendwie in die Richtung? Aber ich will schon beim Laufen so ein bisschen versuchen, aber so gut bin ich ja da drin nicht. Also ich brülle das an und zu, zielt auf die Köpfe. Also ich tue mein Möglichstes, um einen zu treffen, okay, aber beim Laufen wird es schwierig. Dann mach mal eine Probe auf deine Geschicklichkeit und deine Firearms. Hast du gerade Würfel? Ich habe gerade keinen.
Ich könnte für dich würfeln, ja, wenn du mir sagst, wie viel du drin hast. Müsste ich einmal gucken. Konstantin, wo bist du? Da ist er. Ich habe auf... Wo haben wir das denn? Firearms habe ich einen Punkt. Ja. Und was brauche ich noch? Agility oder sowas, weiß das. Und wer ist das genau in der Flugcharakterbogen? Ich kann ja auch sein, ich kann meinen Charakterbogen. Dexterity zufällig? Genau, Dexterity, ja. Auf Dexterity habe ich zwei. Nice Kick. Drei Würfel. Ja, das ist nicht so gut. 2 5 1 1. Das heißt, die Schüsse krachen. Und John und Johnny, was macht ihr? Also ich würde versuchen, gezielten Schuss auf den zu schießen, der am nächsten an mich dran ist. Und am nächsten an dir dran ist. An dir ist keiner dran. Ja, nein. Kriegt er nicht den Bonus der Waffe noch dazu? Ich würde einfach nur das Handy einstecken, das Gerät in der anderen Hand das Handy noch einstecken, Koffer nehmen und im Endeffekt den Koffer hinter den Rücken führen, sodass man, ich sag mal, zum Schlag ausholen kann und die Umgebung im Blick behalten. Okay. Ja, Johnny darf auch nochmal schießen, wenn er will. Ja, würde ich. Ich sag dir mal kurz, wie viele Würfel. 4, 7. Du hast auch keine Würfel. 11. Sehr praktisch. Ich hab Würfel, nur keine 11. So viele. Ja, dann würfel einzelne hintereinander. Ist ja kein Problem. Wie nah sind die Zombies denn an der Treppe? Sind die so braun verteilt sind die zwei? Schon noch so 5-6 Meter weg. Ja, aber sind die so eher verstreut im Raum oder sind die eher in so einem Art Pulk? Ja, verstreut. Also ich würde die Treppe runter machen. Okay. Johnny? Negieren die Einsen? Nein. Dann hätte ich 2, 4, 6 Treffer. Wow, okay, super. Dann mach mal Schaden. Du darfst alles mitnehmen. Ein. Oh weia. Okay. Ja. Da kommt ein Schuss, der den Zombie auf jeden Fall trifft, auch verwundet anscheinend. Wo hast du hingeschossen? In den Kopf? Yep. Dann, siehst du den Einschlag und der zuckt so kurz zurück. Und taumelt so ein bisschen, aber fängt sich sofort wieder. Und in dem Moment rennt Dave an Konstantin, also holt Konstantin gerade ein, aber der ist ja noch auf dem Weg und könnte jetzt mit einem großen Sprung könntest du vielleicht letztlich der Treppe hinter dich bringen. Bist du so sportlich? Ich, ja. Na gut, das soll ich machen. Also ja, ich würde das Risiko eingehen. Okay, ein großer Sprung. Setzt nach unten. Das ist nicht ganz optimal gelaufen, so wie du es gedacht hast. Du kommst nicht so weit, wie du denkst. Irgendwie so die zweite Stufe vor Treppenende kommst du schon auf. Und schaffst es aber gerade noch so, dir irgendwie nicht alles zu verrenken. Fängst dich. So musst dich aber jetzt am Geländer festhalten. Dadurch müsstest du jetzt eine von deinen Sachen fallen lassen, die du in der Hand hast. Dann lasse ich die Pistole fallen. Also nicht die Leuchtpistole. Okay. Die Pistole fallen, hältst dich am Geländer fest und kannst dich fangen. Während Dave an dir vorbeischießt. Und John was macht? John geht langsam zurück. Zurück so ins Zimmer. Ja, ganz langsam zurück ins Zimmer. Da läuft Schleim aus der Decke, das weißt du, ne? Den du fangen musst.
Ja, aber John hat keinen Bock auf den Flug zu stehen. Ich gehe rückwärts. Ich gehe tatsächlich rückwärts und suche und gucke mich im Zimmer um, ob es da eine Kommode gibt. Ja, die ist völlig zertrümmert, aber ja, es gibt eine. Ich würde, dann würde man Rückgeräusche aus dem Zimmer hören, weil ich würde den Teil der Kommode quasi vor die Tür verfrachten, so als wollte ich anfangen, ich sag mal, eine leichte Barrikade zu errichten als Rückzugsort. Okay. Ja, Johnny, zweiter Schuss? Na klar. Würfel. Okay, vier Treffer. Der Waffenmodus, also mein Waffenmodus, ja. Wie zähle ich den drauf? Plus 3 jetzt auf Schaden oder wie? Mhm. Achso, hätte ich ja gerade sogar mehr gehabt. Gerade. Ja, jetzt habe ich schon mit eingerechnet. Okay, dann hab ich, nur den Waffenschaden, also den Bonusschaden. Ich habe nichts getroffen. Okay. Ja, dasselbe Spielchen wie eben. Triffst ihn wieder am Kopf, irgendwie wieder mit mir so zur Seite gerissen und fängt sich kurz wieder. Während Cookie am Hals des einen Zombies hängt und ihn anscheinend jetzt irgendwie abgebissen hat oder so. Und Konstantin sich gerade fängt und sich immer noch mit einer Hand am Geländer festhält. Die Leuchtpistole in der anderen Hand und was machst? Zombies schlürfen übrigens Zombies weiter auf den weg? Hund zu. Komme ich so auf 1-2 Meter an den ersten Zombie ran? Ja. Dann, Ist der Zombie, auf den Johnny schon machen. Geschossen hat. Und würde ihm halt die Leuchtpistole so in den Nacken setzen, wenn er auch Cookie noch zuschlürft. Und dann abdrücken. Ja, mit einem. Und, ja, kein Problem, der geht in Flammen auf. Der Zombie. Bewegt sich aber weiter. Dann würde ich gerne noch meinen Schlagstock ziehen. Ja, kannst du dann in der nächsten Runde machen. Brave ist ja erstmal dabei. Siehst du gerade, wie Konstantin irgendwie mit der Leuchtpistole einen Zombie in Brand gesetzt hat, der sich jetzt auch ganz langsam so zu ihm umdreht, vom Hund weg. Na gut, wenn er da noch steht und in meiner Nähe ist, dann würde ich einfach meine Machete so von schräg oben nach schräg unten, sodass ich Feuer. Ja, im Prinzip, wenn der da noch rumschwankt, würde ich ihm halt den Rest geben, indem ich so schräg unten so versuche, hier in den Hals rein los zu treffen. Würfel. Mhm. Das ist wahrscheinlich Strength und Firearms oder Firearms auf Weaponry. Melee. Okay, Moment. Weaponry heißt das hier. Weaponry habe ich hier, ja. Und was ist Dexterity. Das andere? Dexterity. Dexterity, ja gut, ist egal, ob ich Strength oder Dexterity mache, das ist letztendlich egal. Was ist Treffer 7? So, und 1. Das ist eine 6. 2 Treffer. Ja. Darfst Schaden machen. Jetzt weiß ich noch nicht, was dieses Ding, die Machete Schaden macht. Da haben wir nichts ausgemacht. Was sagt denn mein schlaues Ding hier? Ich glaube 2 oder 3 sogar. Müsste ein Schwert sein. Dachte ich jetzt auch nicht geguckt, Longsword. Also mein Messer hätte einen vom Plus 1. Das ist bei Schwert, nicht bei Schwert gucken. 3 macht es. 3 Damage. Plus, also jetzt würfel ich meine plus das, was du mitnimmst. Also ich würfel jetzt 2 Würfel und dann diese 3 Damage kommen dazu, oder wie? Oder würfel ich jetzt mit 5 Würfeln? Wie viele Würfel habe ich jetzt? Ich habe dir ja 2 Erfolge. Würfel ich jetzt mit 2 und rechne dann plus 3, oder wie? Genau. So, das ist eine 10, 15, 18, wenn ich die 3 dazu rechne. Nee, du hast 2 Erfolge, oder was? Nee, 15, dann hast du einen Erfolg. Also hast du insgesamt 4 Schaden. Ja, also ich habe 10, genau. Ja.
Okay, ja. Zong, klong. Machete dringt tief in das Fleisch des Zombies ein, verkarkt sich so ein bisschen an dieser Metallstange. Das ist ja der den Cookie angegriffen hat. Verhakt sich so ein bisschen in den Knochen, zieht sie trotzdem weiter und es macht ein bisschen Knack. Und dann kommt so ein bisschen der Körper so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. So, geht es so schief vor dir, so brennt immer noch. Ja, John verbarrikadiert sich ja weiter da oben. Ja, John baut da so eine seine Barrikaden da langsam auf und greift dann nochmal zum Koffer und steckt sich die Pistole schon mal in die Hose, so am Hosenbund ein. Mhm. Und lädt dann auch schon mal durch. Dann würde ich noch nach irgendeiner Schranktür oder so etwas suchen, die ich noch so halb davor klemmen kann. Kürzen wir das ab, du baust hier eine Barrikade. So. Ich bin eine richtig schöne Barrikade, ja. So, Johnny kann noch mal schießen. Ja, wenn ich jetzt ein paar Meter gehe, wie nah komme ich ungefähr dran? Bist ja oben an der Balustrade und müsstest schon runter, dann, wenn du näher ran willst. Ja. Dann spring ich mit einem dreifachen Rittberger runter. Nein, ich bin am überlegen, ob ich mit vollautomatisch, aber dann müsste ich näher ran. Nein, dann versuche ich wieder einen einzelnen zu schießen. Mhm. Mit einem einzelnen Schuss. Ja. Ich hätte das Geländer runterrutschen können. Schade. In einem von Einstoß. Naja, okay. Dein Problem. Gut, dass du es nicht gemacht hast, sagen wir so. Zwei Treffer und eine 10. Ja, schade. Darfst du trinken. Hab ich schon. Ach, du hast es schon. Das war der Schaden. Das war schon durch. Okay, das schon. Genau. Ja. Dann bricht der brennende Zombie in sich zusammen. Konstantin, der ist gerade vor dir zusammengebrochen. Cookie hat jetzt den einen Zombie anscheinend so weit abgefertigt, dass er irgendwie einen Satz weitermacht Richtung Tür. Läuft. Die Zombies sind langsam hinterher. Gut, ich würde mich auf jeden Fall auf den Wechsel orientieren, aber immer darauf achten, dass ich halt nicht zu viel in meiner Nähe habe. Eine Möglichkeit. Und ich würde gegebenenfalls einen Bogen schlagen. Mhm. Okay, auf den nächsten. Halt. Aber erst dann würde ich halt noch was machen. Ich bewege mich in Richtung Tür und öffne diese. Vordertür. Da sind noch drei Zombies zwischen dir. Kann ich nicht außen rumlaufen? Das wird eine Weile dauern, ja, aber gut. Versuchst in Richtung Tür zu laufen. Ich versuche in Richtung Tür zu laufen. Gut. Also großartig öffnen muss man die nicht, die ist halt kaputt, aber. Gut. Dave, ja, der nächste Zombie ist bereit, erschlagen zu werden. Ich würde versuchen, mich von hinten zu nähern, wenn das irgendwie möglich ist, und dann hau ich drauf. So, das ist eine 9. Wie gesagt, die haben keine Verteidigung, du kannst auch direkt, wenn du einen Treffer hast, direkt den Schaden durchziehen. Also, einen Treffer habe ich auf jeden Fall, die anderen Treffer nicht. 5, also das wäre jetzt kein Treffer gewesen, aber wenn du sagst, Schaden trifft... Du hast ja Grundschaden, meine drei Schaden. Ja. Dann habe ich die 3 auf jeden Fall. Ja, dann machst du wieder einen tiefen Schnitt und der Zombie dreht sich so um. Also ich nenne sie jetzt mal Zombies. Und ist halt so ein junger Mann, würdest du, keine Ahnung, schätzen, auf Anfang 20 vielleicht oder so. Und guckt dich so mit diesen total schwarzen Augen zwar an, aber irgendwie so einen verzweifelten Gesichtsausdruck. Irgendwie so. Irgendwie so ein bisschen so, warum? Ja. Und, John, ich würde zurück angucken, darum. Darum. John verbarrikadiert sich weiter und Johnny schießt. Nehme ich an. Jawohl. Oh, auf welchen jetzt? Auf den, der schon angehittet ist von, Dave. Okay. Von Dave.
5 Treffer. Wow. Wow. Da würdest du es auf jeden Fall schaffen, den Zombie zu fällen mit dem Schaden, den Dave vorher zusammen gemacht hat. Und der sinkt halt auch zu Boden. Der Hund läuft, ist jetzt inzwischen schon an der Tür angekommen, verfolgt von den letzten zwei Zombies. Konstantin läuft einen großen Bogen um die beiden Zombies herum, bahnt sich seinen Weg über die Schutt- und Möbelreste. Und Dave schließt auf zum nächsten Zombie. Genau, und haut wieder zu. Und 7er sind Treffer. Dann habe ich keinen. Dann habe ich wieder Grundschaden. So. Triffst du wieder ein bisschen, machst du ein bisschen Schaden und John baut seine Barrikade und Johnny. Johnny. Nee, John ist, baut seine Barrikade, habe ich doch gesagt. Ne? Johnny so. Und John sind zwei verschiedene. Und ja. John doch schießen? Selbst schuld, wenn ihr euch den gleichen Namen gebt, fast. Ja, also lass noch schießen. Johnny. Ich würde auf den Angehitteten von Dave schießen. Ja, natürlich. Das dynamische Duo im Zombie-Töten. Zwei Treffer. Sechs und das reicht noch nicht ganz, um den Zombie zu töten. Der steht dann jetzt um, dreht sich halt zu Dave um und versucht ihn einmal mit der Pranke so zu erwischen. Und schlägt daneben. Ja, und ich würde ihm dann von hinten. Hey, Konstantin ist zuerst dran, der ist nämlich jetzt. Ah, okay. Erstmal ist der Hund noch mit dran, der andere Zombie. Der Hund läuft jetzt auf die Straße raus. Der andere Zombie hinterher, jetzt auch irgendwie an der Tür. Und Konstantin kommt mit dem Zombie jetzt gleichzeitig an der Tür an. Dem letzten Zombie. Ich gebe ihm einen Schlag mit meinem Schlagstock auf den Kopf und guck, was passiert. Dann haue er. Magst du noch mal würfeln? Ach so, ja, ich muss ja würfeln, stimmt. Du hattest ja keine Würfel da. Was hast du denn? Weaponry hast du gar nichts. Oh, wow, du bist ja der Kämpfer vor dem Herrn, ey. Ja. Ja, der Schlagstock geht ins Leere. Oh, das ist eine 1 und eine 2. Einmal so. Ja. Dann darf Dave nachsetzen. Gut, der Zombie wird wahrscheinlich an mir vorbeigetorkelt sein und ich würde so mit so einer eleganten. Genau, und ich würde so die Machete in einer Drehbewegung in Richtung zwischen Hals und Kopf reinknallen. Und habe. Das ist nichts, das ist ein Treffer. Das ist mit 10, 2 Treffer. Ja, toll, die sollte ich bei DSA haben, die Worte. Ja, 3 Schaden. Grundschaden. Ja, dann reicht das jetzt, um den zu fällen. Er bricht dann irgendwie in seiner Bewegung dann nach unten weg. Und bleibt da liegen. John, immer noch Barrikade oder hast du eine andere Idee? John nimmt sich noch eine kleine Tür, die er sich quasi um den Arm, also am Arm festhält, wie so ein kleines Schild. Und zieht dann auch die Pistole und ruft noch, kommt her! Ich habe hier was gebaut! Ja, Johnny, du hörst von hinten, kommt her, ich habe hier was gebaut und machst was? Ich würde noch hochschreien, du Feigling, komm runter und sammel das Zeug ein. Bist du wahnsinnig? Johnny ist dran. Sie sind tot. Johnny ist dran. Ja, ich würde natürlich wieder einen gezielten Schuss auf den Angehitteten machen. Ja, es ist keiner angehittet gerade. Es ist nur noch der, der vor Konstantin steht. Ja, dann natürlich den und hoffe, dass ich keine 1 würfe. Schade. Mr. Hardcastle. Eine 1 und eine 8. Ja,
Ist das schon der Schaden? Ja. Okay. Ja, dann ist das ja nicht besonders viel. Aber der Zombie-Konstantin vor dir, den du gerade verfehlt hast mit deinem Schlag, wird auf jeden Fall von irgendwas getroffen und taumelt nach vorne. Und der Hund läuft weiter die Straße entlang, läuft jetzt auf die auf ein paar Soldaten zu, die da stehen. Und was machst du? Der Zombie dreht sich zu dir um. Ich versuche erstmal wieder auf Distanz zu kommen. Ja. Und irgendwie meine Leuchtpistole nachzuladen. Okay, das wird eine Weile dauern. Was macht Dave? Ich würde versuchen, den letzten verbliebenen Zombie mit so einer Art Uppercut-Schlag von unten nach oben. Aus dem Sprint heraus, ja. Ja. Das ist eine 10, mach mal eine 10. Ist auch gut möglich, ja, weil Konstantin ja jetzt einen Schritt zurückgesprungen ist. Oh, diesmal gibt es 5 Treffer. Ja. Trefferpunkte. Das reicht noch nicht ganz, um den Zombie zu töten, aber der ist sichtlich mitgenommen und hat jetzt auf jeden Fall eine tiefe Wunde. Und John hat jetzt gerade gehört, so, komm her, du Feigling! Hembelea. Ja, John würde sich dann langsam auf den Weg machen, wenn man keine Schüsse mehr hört. Wieder aus der Barrikade weg, ja. Es muss man wieder wegräumen, okay. Ja. Johnny? Blättert drüber. Ja, ich würde auf den letzten verbliebenen Zombie einen gezielten Schuss abgeben, auf den Kopf. Und Zwei Treffer. Und dadurch fällt der Zombie auch in sich zusammen. Und das letzte ist zu lieben der Hund, der auf den Soldaten zuläuft. Und der Soldat zieht hat sein Gewehr hier im Anschlag, sieht, dass da irgendein komischer Hund aus dem Hotel herausläuft, das er bewacht. Und weiß kurz nicht, was er machen soll. Und Konstantin? Hallo? Ja. Konstantin war gerade etwas geistesabwesend versucht. Hast gerade deine Knarre nachgeladen? Ja. Da kann man schon mal in Meditation geraten beim Nachladen einer Leuchtpistole. Ja. Gerade in der Situation. Und ich versuche halt wieder den nächsten in Brand zu stecken. Es gibt keine Zombies mehr. Gut, das ist noch besser. Kannst du deinen Hund in Brand stecken? Nein, das tue ich nicht. Aber dann gucke ich nochmal Cookie hinterher, ob ich da noch was erkennen kann. Da läuft ein Soldaten zu, der gerade Anstalten macht, auf den Hund zu schießen. Tun sie dem Hund nichts. Der ist lieb. Oh mein Gott. Der will nur spielen. Er ist mir gerade von der Leine gelaufen. Können Sie ihn bitte mehr herbringen? Schön. Ja, Dave, was machst du? Ich würde mal Richtung John hochgucken. John, wo bleibst du, verdammt? Komm endlich, sammel das Zeug ein. Sammel die Scheiße selber ein, ich muss hier was wegräumen. Du hast so ein Rumpeln von hinter dir, Johnny. Ja. Weil du bist der Einzige, der noch oben steht sonst. Was machst du denn, Johnny? Ja, ich würde runterstürmen und gucken, dass ich irgendwie das schwarze Zeug irgendwie versuche. Okay, das suppt da irgendwie, hat inzwischen auch aufgehört, da raus zu suppen. Also es ist eine riesengroße Pfütze jetzt, die da auf dem Boden ist. Blubbert vor sich hin. Mein T-Shirt. Ja, das wird nicht ausreichen, das siehst du schon. Das ist viel, viel größer als die Fläche deines T-Shirts alleine schon. Egal, ich wische das immer so zu einem Fleck, dass das nicht wegläuft. Also okay. Und warte. Gut. Ja, der Hund läuft weiter auf den Soldaten zu und knurrt auch und bellt, während er läuft.
Und ja, der kann sich nicht bei sich halten und feuert eine Salve mit seiner MP auf den Hund ab. Und trifft den Hund mit voller Wucht. Und im gleichen Augenblick durchzuckt Konstantin ein wahnsinniger Schmerz in deinem Oberkörper. Mehrere unglaublich eklige Schmerzstiche, die dich durchfahren und das dich irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen. Ah! Ja, musst du auch zu Boden, wirst wahrscheinlich zu Boden sinken, dadurch, weil es so ziemlich heftig ist. Bestimmt. Und hört noch ein großes Jaulen und im gleichen Augenblick stürzt Konstantin in sich zusammen. Dave? Ich sehe das vielleicht aus dem Augenwinkel, drehe mich um, gucke, ob noch irgendjemand in der Nähe ist. Vielleicht ihn erschossen hat. Kannst niemanden sehen. Und dann würde ich mich auf ihn stürzen. Außer Johnny, der gerade angerannt kommt mit der Knarre in der Hand. Vielleicht hätte er auf ihn geschossen. Was machst du, John? Oh, Johnny. Ich hatte hier etwas. Egal, ich komme. Und dann kommt von oben so ein Keuschart. Er meinte Johnny. Ja, ich würde mir halt ihn an. Ich würde zu Konstantin rennen. Sag du ihm, räche mich! Ich guck ihn an. Komm jetzt mit. Wen guckst du an? Du musst erstmal die Treppe runter. Du bist nur der Einzige, der nach oben ist, John. Du musst ja erstmal durch deine Barrikade durchfühlen. Ich war noch bei Johnny hier. Achso, ja. Herrn Winston. Ja, ich supp da rum mit meinem schwarzen Zeug. Versuch, dass das da nicht wegläuft. Ja. Wie soll sie sich davon proben? Dein T-Shirt bringen? Ist ziemlich schnell schwarz eingesogen. Mhm. Und die Hälfte der Suppe ist mindestens noch da. Schön. Und ja. Gut. Ja, Dave, du hast dann gesehen, dass der Johnny dann anstatt irgendwie da wahrscheinlich doch nicht geschossen hat. Der versucht gerade dieses gesuppte Zeug da irgendwie aufzusammeln. Und John steht oben an der Treppe und kommt da langsam mit so einer komischen Schild aus einer Schubladentür. Kommt da gerade irgendwie die Treppe runter. Und Konstantin liegt irgendwie vor Schmerzen wimmernd auf dem Boden neben der Eingangstür. Der Hund rappelt sich auf. Läuft irgendwie weiter an dem auf den Soldaten zu, der eine weitere Salve von sich gibt, aber den Hund verfehlt. Ich würde halt mir Konstantin angucken, also mich dann so zu ihm runter und gucken, ob er irgendwie verletzt ist, Wunden hat, Blut irgendwie. Nein. Aber ich schreie sehr laut. Nicht zu sehen, ja. Der schreit ohne und es scheint, es tut ihm unglaublich weh, ja. Irgendwas. Was weißt du nicht? Na ja, gut, ich bin halt jetzt noch am Suchen, ansonsten höre ich nichts. Sei still, verdammt. Also wenn ich sehe, dass er keine Wunde hat, würde ich ihn schütteln, sei still. Das gibt ganz schnell ein Schütteltrauma. Ja. Sei froh, dass ich ihn noch nicht zugeschlagen habe. Ja, während ihr euch dann noch unterhaltet, John weiter die Treppe runterkommt und Johnny da aufwischen sieht, was machst du, John? Ich sehe mich unten erst einmal um. Nochmal genau. Ja, siehst an der Tür den Konstantin am Boden liegen, vor sich hin, wimmern, krampfend. Dave mit einem ganz fragenden Blick über ihm stehen. Und Johnny halt der hat seinen Oberkörper freigemacht und wischt mit seinem T-Shirt, das inzwischen schon total schwarz ist, die schwarze Suppe auf. Ja, ich,
guck alle so an, dass sie einfach nur noch verschwinden. Was geht hier wieder vor sich? Ist doch krank hier alle. Übrigens, das Schlimmste, was dir gerade durch den Kopf geht, John, warum zur Hölle hat Johnny seinen Schutzanzug ausgezogen? Oh, Scheiße. Sammel endlich das Scheiß. Wenn ich rüber gucke. Sammel das Zeugs jetzt endlich ein, dass wir hier wegkommen. Lass das Scheißzeug hier liegen. Wir nehmen den einfach mit. Ich würde das vollgeschnittene T-Shirt in seine Richtung werfen. Sagen, jetzt sieh zu, dass du es aufsammelst. Ich hab dir das hier aufgewischt. Warum hast du keine Schutzkleidung an? Mach einfach und zieh das Ding wieder hoch. Ja. Das Zeug irgendwie, wenn das ist, ist über die, über deine Hand drüber jetzt und so und kriecht so ein bisschen vom T-Shirt weg, so auf deine Handrücken. Das scheint sich irgendwie zu bewegen, das schleimige Zeug, Johnny. Ich würde es mit meinem Alkohol runterwaschen. Den ich ja noch dabei habe. Ja. Während der Hund auf den Soldaten losgeht und ihm an die Kehle springt. Er lernt es doch nicht, ne? Und der Soldat noch mal eine letzte Salbe von sich gibt und Konstantin noch mal vor Schmerzen aufbrüllt. Und das wird wirklich so hart ist, Konstantin, dass du fast das Bewusstsein verlierst, so hart. Nee, ist dieser Schmerz, der dich durchzuckt. Ja, wenn er nicht bald aufhört. Dave? Ich packe Daves Bein und... Wenn er nicht bald aufhört zu schreien, dann verliert er das Bewusstsein definitiv. Hm. Ich werd nur noch so ein paar Dinge noch in diesem Müllbeutel tun, die wir da so haben. Gucke dann schockiert Johnny an. Ja, du siehst, dass er gerade versucht, mit seinem Rest Alkohol, den er noch hat, irgendwie diese schwarze Flüssigkeit, die ihm jetzt auf die Hand gelaufen ist, abzuwaschen, aber das scheint, das klebt, Johnny, das klebt an dir wie so ein Ekel. Das lässt sich nicht abwaschen. Mach das ab! Und kriecht weiter nach oben. John, hier, Hilfe, mach das ab! Und würde auf ihn zugelaufen kommen. Ich schaue so zum, Mr. O'Malligan, O'Malligan hin. Dave, mach's ab. Ich will meine Hand baden. Ja, Konstantin nur krampft und liegt halb sterbend am Boden. Niemand kümmert sich um ihn. Dave? Ich würd ihn fallen lassen, falls ich ihn in den Händen hatte. Ja. Und ich schreie nochmal laut auf. Ja. Was ist los, verdammt? Man wird da rüberrennen. Mach es ab, verdammt. Es klebt. Jetzt wird halt die Pakete da. Der Hund springt über die nächste niedrige Absperrung und ist jetzt nicht mehr im Sichtfeld. Hat den Soldaten anscheinend getötet. Zumindest liegt er am Boden und es ist eine große Blutlache zu sehen. Und ich glaube, das ist ja momentan nicht wirklich. An Johnny, das Ding ist jetzt auf Ellenbogenhöhe. Also ich würde versuchen, das mit der Machete irgendwie abzukratzen. Ja. Also das lasse ich mir noch gefallen. Versuchst das so abzukratzen, aber es ist wie so ein... Das klebt an ihm fest, die kommt da nicht dazwischen. Die Machete, du rutschst immer wieder ab. Also könntest vielleicht, wenn du mir das Fleisch schneidest, aber... Ich sehe letztendlich nur noch Arm ab als letztendliche funktionierende Methode. Tut mir leid, Johnny. Nein, das funktioniert nicht, nein. Feuer. Riecht weiter. Feuer. Und Konstantin schreit am Eingang. Ah, Schmerzen. Ich hab kein Feuerzeug. Johnny, hör mir zu. Entweder du gibst dir jetzt selbst die Kugel oder wir hacken den Arm ab. Johnny, du hast ein Feuerzeug. Gib dein Feuerzeug her, schnell. Ich geb's ihm, ja. Und dann mache ich das Feuerzeug, ich weiß nicht, Sturmfeuerzeug, vielleicht so ein Zippo und halte das Feuer daran, an das schwarze Zeugs.
Ja, es reagiert kurz, weil es ein bisschen irgendwie, es hat, hört auf hochzukriechen, aber sonst ist keine Reaktion zu sehen. Na gut, ich würde, wenn ich merke, dass es aufhört hochzukriechen, würde ich versuchen, mit dem Feuer das zurückzutreiben ein bisschen. Ja, also, richtig zurücktreiben kannst du es nicht. Es sitzt halt jetzt wie so ein Brocken irgendwie auf dem Oberarm von Johnny fest. Hast du noch was von dem Schnaps? Hat er gerade weggekippt. Ich hab noch was. Das tut so weh. Hol den Schnaps schon. Schnell. Ja, ich renne da dann hin. Gib mir deinen Flachmann. Greif zu. Ach, danke. Ich nehme den Flachmann. Ignoriert den Sterbenden, wir müssen. Wir erleichtern ihn um seinen Schnaps. Ja. Ich würde dann einfach den Schnaps da über das Zeug weit verstreuen und danach wieder zurück zum Koffer, Erste-Hilfe-Paket auf und den Sterbenden mal zu verarzten. Und ich würde versuchen, diesen hochprozentigen, 80-prozentigen Stroh um Alkohol anzuzünden. Mhm. Ja. Da sollte es eine kurze Flamme, bläuliche Flamme geben. Ja, da habt ihr ja extra was von mitgenommen, deswegen, ja. Funktioniert, ja. Was passiert mit dem schwarzen Zeug? Ja, das kräuselt sich so ein bisschen zusammen wie so ein verwundeter Ekel und fällt dann auch vom Arm ab. Und ist dann am Boden und blubbert unten vor sich weiter. Alkohol auf der Haut so kurz, das tut nicht so weh. Aber das hätte jetzt irgendwie sowas wie eine Brandwunde, oder würdest du sagen, wo das jetzt als letztes drauf gesessen hat am Oberarm. Ist ja wie teer das Zeug. Nein, das ist irgendwie so du siehst noch so kleine schwarze Stückchen, irgendwie, keine Ahnung, ob die. Es sieht so ein bisschen so aus, als hätten die sich so in die Poren gefressen. Hilfe! Also das sollte auch ab. Ja, ich würde versuchen. Doch, den Arm ab. Ich würde versuchen, das abzukratzen irgendwie. Ja, das kann man nicht richtig abkratzen. Das ist ja seine Haut. Ne? Also müsstest du ihm, klar, kannst du mir Haut abziehen, wenn du magst. Rausschneiden. Haben wir alle schon in Folge 2? Nein, solange es nicht hochklettert, ziehen wir Konstantin jetzt erstmal zum Mörser und bringen die Proben dahin. Es brennt halt auf der Haut. Das ist das, was du merkst. Also es zieht, aber geht nicht hoch. Zu einer Körperöffnung. Es zieht eher in deinen Körper rein. Ja, Johnny, tut mir leid, ich muss dich gleich köpfen. Mach's lieber ab. Na gut, also wenn er dann sagt, mach's ab, dann hol ich mein Messer raus und schneide ein Stück Fleisch raus. Okay. Der Konstantin liegt schreiend auf dem Boden an der Tür des Hotels. John kniet kopfschüttelnd vor ihm. Du hast doch nichts! Was soll ich denn verarzten? Während hinter ihm Johnny anfängt zu schreien. Weil ihm jemand so ein dickes Stück Fleisch aus dem Arm bei Bewusstsein, ohne Beißhose, ohne alles, ohne Betäubung, schneidet ihm jemand bei lebendigem Leibe ein großes Stück, ein großflächiges, handgroßes Stück aus dem Arm heraus. Und das blutet wie Sau. Und hier beenden wir den Stream für heute. Frisches Material. Frisches, infiziertes Material. Und ich danke allen, die zugeguckt haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal Hunter wieder. Chaotentruppe trifft es ganz gut. Das hat Hexi mir das letzte Mal geschrieben. Voll organisiert. Und was ist mit Konstantin passiert? Ist der wirklich zu Tode gelootet worden? Glaubt John wirklich an Geister? Wird Johnny seinen Arm niemals wieder gebrauchen können und wird Dave doch Metzger? Das alles und noch viel mehr bei der nächsten Hunter-Runde. Danke fürs Zugucken. Guckt doch auch mal auf Nerdpool vorbei, www.nerdpoolforum.de. Da gibt es noch viele andere tolle Livestreams wie diesen.
noch viel bessere. Tschüss.